Willkommen zu unserer Podiumsdiskussion, wohin mit Blumenbachs Erbe, Verhandlungen zum Göttinger Umgang mit dem Vater der Anthropologie. Wir sind die Basisgruppe Umweltwissenschaften und wir sehen uns als Raum für politisch und umweltwissenschaftlich Interessierte verschiedener Fachrichtungen und als Gruppe möchten wir einen Anlaufpunkt für kritische Sichtweisen auf Umweltthematiken bieten. Bis jetzt sind wir Studierende aus umweltbezogenen Studiengängen, aber wir sind natürlich auch offen für Menschen aus anderen Fachrichtungen und auch Nicht-Studis können sich sehr gerne melden bei uns, wenn ihr Lust habt, mitzumachen. Dafür haben wir am 17.05. auch ein nächstes Einstiegstreffen. Das beginnt um 19.30 Uhr und auf unseren Kanälen könnt ihr uns erreichen, also auf Instagram, Facebook oder natürlich auch bei Mail und da findet ihr dann auch Infos zu dem Treffen. Soviel zu uns. Dann ein großes Dankeschön unsererseits an Bildung trifft Entwicklung und ihr Programm Junges Engagement für die finanzielle Unterstützung unserer Veranstaltung. Genau, aber wieso haben wir diese Podiumsdiskussion überhaupt organisiert? Wir finden es wichtig, dass Wissenschaftsgeschichte reflektiert wird und dass wir daraus lernen. Und da das Institut für Zoologie und Anthropologie in Göttingen nach Blumenbach benannt ist, halten wir es auch für besonders wichtig, dass sich die Studierenden kritisch mit ihm und seinem Wirken auseinandersetzen. Um ein möglichst differenziertes Bild zu gewinnen, möchten wir eben diese Diskussion anstoßen. Moderiert wird das Podium von Johanna Strunge. Sie ist Historikerin und Kuratorin und seit 2018 Doktorandin an der Uni Göttingen im Forschungskolleg Wissen ausstellen. Derzeit forscht sie zur Erinnerungskultur des deutschen Kolonialismus und hat sich dabei auch schon mehrfach mit umstrittenen Persönlichkeiten auseinandergesetzt. Genau, und damit übergebe ich an dich, Johanna. Ja, danke schön, Elli. Zunächst möchte auch ich mich ganz herzlich für die Einladung zur Moderation bei der Basisgruppe Umweltwissenschaften bedanken und Sie auch alle heute hier, ich bin ganz baff bei der großen Zahl der Zuhörenden, hier begrüßen in unserer digitalen Diskussion. Wie die kurze biografische Skizze ja schon deutlich gemacht hat, bin ich in meinem Forschungsfeld der Kolonialgeschichte und der Erinnerungskultur in den letzten Jahren immer wieder auch mal zur Beobachterin von Debatten geworden und sicherlich einige von Ihnen auch. Debatten nämlich, in denen sich um einzelne historische Akteure und Akteurinnen und über den heutigen Umgang mit ihnen gestritten wird. Die große Herausforderung und zugleich auch das Spannende dabei scheint mir oft zu sein, dass in einer solchen Diskussion an einer einzelnen Person oft auch strukturelle und gesellschaftliche Themen und Probleme verhandelt werden. Die Antwort ist dabei in den meisten Fällen keine einfache und erschöpft sich selten in einem entweder die Person ist großartig oder die Person muss weg. Stattdessen führen solche Diskussionen nicht selten auch über die Person hinaus und öffnen ein breites Feld an wissenschaftlich und gesellschaftsrelevanten Fragen. Die Person Blumenbach, mit der wir uns heute beschäftigen, ist hier ein spannender Drehpunkt, unter anderem für Fragen nach der Erforschung menschlicher Differenzen, für Fragen nach den Ursprüngen von wissenschaftlichem Rassismus und Antirassismus und ein interessanter Anstoß für die Debatte der Aufarbeitung der Geschichte der Biowissenschaften. Ich finde es schön, dass die Basisgruppe einen solchen Dialog heute anregt und ein so groß und herausragend besetztes Panel dafür gewinnen konnte. Der Dialog wird heute in mehreren Teilen vonstatten gehen. Zuerst stelle ich den SprecherInnen nacheinander eine Eingangsfrage, auf die diese dann mit einem kurzen Statement antworten können. Danach, in einem zweiten Teil, gibt es dann eine gemeinsame Diskussion unter allen PanelistInnen. Und in einem dritten Teil, das hat Elli eben auch schon angekündigt, wir versuchen den so etwa nach einer Stunde zu erreichen, wird dann noch Zeit für Ihre Fragen und Anregungen aus dem Publikum sein. Bevor wir nun in die Diskussion einsteigen, freue ich mich jetzt noch, die SprecherInnen zu begrüßen und Ihnen allen vorstellen zu dürfen. Zunächst begrüße ich Thiago Barbosa. Thiago Barbosa ist Doktorand an der Universität Bayreuth und schreibt eine historische, sozial- und kulturanthropologische Forschungsarbeit zur Rassisierung von menschlichen Differenzkategorien in verschiedenen Wissenschaften in Deutschland und Indien. Darüber hinaus ist er Teil der Arbeitsgruppe Anthropologie globaler Ungleichheiten und Mitinitiator eines Projektes zur Geschichte des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Anthropologie, menschlicher Erblehre und Eugenik auf dem heutigen Standort der FU Berlin. Herzlich willkommen. Der zweite auf unserem digitalen Podium heute ist Sven Brattler.
Sven Brattler ist Evolutionsbiologe und Leiter einer ForscherInnengruppe am Blumenbach-Institut der Universität Göttingen. Seit 2015 ist Sven Brattler habilitiert und forscht aktuell im Rahmen eines Heisenberg-Programmes. Sein primärer Forschungsgegenstand dabei sind Insekten. Schön, dass Sie hier sind. Außerdem begrüße ich Christoph Bleidorn. Christoph Bleidorn ist Leiter der Abteilung Evolution und Biodiversität der Tiere, in der auch Herr Brattler arbeitet. Er studierte Biologie in Bielefeld und promovierte an der FU Berlin. Es folgten verschiedene wissenschaftliche Stationen in Potsdam, Leipzig und Madrid, bevor er 2017 als Professor an die Georg-August-Universität berufen wurde. Sein Forschungsschwerpunkt liegt vor allem auf der Systematik der Tiere und Methoden des Systematisierens und Klassifizierens. Herzlich willkommen. Als nächsten begrüße ich dann noch Tahir Della. Tahir Della ist seit 1985 in der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, kurz ISD, aktiv. 2001 bis 2019 war er Vorstand des bundesweiten Dachverbands der ISD und ist seitdem ihr Sprecher. Der ISD organisiert auch ein Promotorenprogramm, dessen Fachreferent für Postkolonialismus und Antirassismus Tahir Della ebenfalls ist. Schön, dass Sie heute hier sind. Des Weiteren begrüße ich Gerhard Lauer auf dem digitalen Podium. Nach wissenschaftlichen Stationen in München und Göttingen ist Gerhard Lauer seit 2017 Professor für Digital Humanities an der Universität Basel. Außerdem leitet er die Ausgabe der Werke Johann Friedrich Blumenbachs, ein Langzeitprojekt der Göttinger Akademie der Wissenschaften, das vielen von Ihnen sicherlich auch durch Blumenbach online bekannt ist. Herzlich willkommen. Guten Abend. Und schließlich begrüße ich Marlin Wilkens. Marlin Wilkens studierte Geschichte und Politikwissenschaften in Göttingen, Bielefeld und Colchester und aktuell ist sie Promotionsstipendiatin der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Und sie forscht zu Rassifizierungsprozessen in der Wissenschaft. Einer ihrer Hauptakteure ist dabei Blumenbach. Schön, dass Sie heute hier sind. Ich möchte nun auch gleich mit Ihnen, Frau Wilkens, beginnen und Sie eingangs fragen. Wer war denn Johann Friedrich Blumenbach und wie wirkte er in seiner Zeit? Was können Sie uns da aus Ihrer Forschung berichten? Ja, vielen Dank einmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und bin ganz geplättet von den vielen Menschen, die zuhören. Ja, Blumenbach ist ja vielen wahrscheinlich auch eine bekannte Person bekannt und er gilt eigentlich als der Vater der Anthropologie, ist Professor der Medizin an der Georgia Augusta im späten 18. Jahrhundert gewesen. Und die Göttinger Universität erlangte schon sehr früh eine große Bedeutung, vor allem auch durch die Personalunion des Kurfürstentums Braunschweig-Lüneburg mit Großbritannien 1714. Und dadurch wurde die Uni auch schnell zu einem europäischen Wissenschaftszentrum in der Aufklärung. Bereits zu Lebzeiten war Blumenbach eigentlich einer der bekanntesten auch mit Naturforscher in der europäischen Spätaufklärung. Er gilt als einer der Begründer der akademischen Disziplin der vergleichenden Anatomie. Und er war in weite globale Korrespondenznetzwerke eingebunden, in der sogenannten Republic of Letters. Und vor allem wurde er eben bekannt durch seine auf Schädel vergleichende Chronotypologie des Menschengeschlechts. Und dabei bildet er einen der wichtigsten Referenzrahmen der anthropologischen Naturgeschichte. Blumenbach, wie schon eingangs erwähnt, ist eben eine sehr ambivalente historische Figur. Einerseits stand er eben für die Einheit des Menschengeschlechts, für die Gleichheit aller Menschen, sprach sich für gleiche intellektuelle Fähigkeiten aus und auch sprach sich aktiv gegen die Sklaverei aus. Andererseits führt er eben eine folgenschwere rassische Typologie ein, indem er eben 5 verschiedene menschliche Varietäten etablierte und dabei der kaukasischen weißen Varietät eben eine Sonderstellung einräumte, indem er durch einen ästhetischen Bewertungsmaßstab dadurch einführte. Genau, und in Anbetracht der Kürze der Zeit möchte ich nur auf 2 kurze Punkte eingehen und die sich auf seine Arbeitspraktiken beziehen. Also einerseits das Vergleichen, also durch diese ästhetische Hierarchisierung hat er eben einen europäischen Vergleichsmaßstab in seine Forschung eingeführt. Er war eben sozusagen selbst positioniert in dieser kolonialen Wissensmatrix und konnte sozusagen eigene Ideale auch von europäischer Schönheit nicht ablegen, die er aber auch selbst reflektierte. Also er war sich dessen auch bewusst. Andererseits möchte ich gerne auf das Sammeln eingehen, auch hier in Anführungszeichen. Das war natürlich eher ein Raub.
dieses Sammeln zeigt eben die Rücksichtslosigkeit, mit der eben Gräber geplündert wurden oder auch Totenruhe gestört wurde. Und dieses Unrechtsbewusstsein der Akteure, man muss dazu sagen, Blumbach hat die nicht selber gesammelt, sondern er hatte eben ein weites Netzwerk, die für ihn gesammelt haben, Studierende oder auch Kollegen, meistens eben männliche. Aber dieses Unrechtsbewusstsein des Sammelns war den Beteiligten durchaus bewusst. Also das ist den historischen Quellen eindeutig zu entnehmen. Und im Namen sozusagen der europäischen Wissenschaft wurde es aber auch von Blumbach sozusagen gerne in Kauf genommen. Ja, aus diesem globalen Wissensanspruch wurde neben dieser physischen Gewalt eben auch epistemische Gewalt angewandt. Ja, deswegen freue ich mich sehr auf die Diskussion heute, weil ich glaube, dass es sehr komplex und vielschichtig ist und nicht einfach zu beantworten. Und ich freue mich auch sehr über das Provenienzprojekt an der Uni, um sich eben dieser Verantwortung zu stellen. Vielen Dank. Ja, danke schön für diese erste Hinführung zur Person Blumenbach. Als nächstes würde ich gerne die beiden Personen, die nämlich am Blumenbach-Institut hier in Göttingen arbeiten, befragen, und zwar mit der Frage, wie bewerten Sie denn eigentlich die Namensgebung des Institutes und vielleicht auch darüber hinausgehend, welche Verantwortung kommt Ihrer Meinung nach der Biowissenschaft in der Aufarbeitung von Rassismus zu? Und das würde ich gerne Sven Brattler und Christoph Bleidon fragen. Herr Brattler, vielleicht wollen Sie anfangen. Ja, das kann ich sehr gerne machen. Also vielleicht fange ich mit der zweiten Frage an. Also ich finde es enorm wichtig, dass die Biowissenschaften sich stark machen dafür, für Erkenntnisse, die sie ja besitzen, dass es eben keine biologischen Grundlagen, keine wissenschaftlichen Grundlagen für Rassen in der menschlichen Art gibt. Das ist, glaube ich, schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Und ich kann sagen, in diesem Zusammenhang, ich bin auch Vorstandsmitglied bei der Deutschen Zoologischen Gesellschaft, und 2019 in Jena wurde ja die Jenaer Erklärung abgegeben im Rahmen der Jahrestagung dort, die besagt, dass das Konzept der Rasse das Ergebnis von Rassismus ist und nicht dessen Voraussetzung. Ja, und dieses prominente und auch in den Medien ja weit verbreitete Statement, das hat die Deutsche Zoologische Gesellschaft eben im Vorstand unterstützt und damit auch klar gemacht, dass es eben für Rassismus eben keine biologischen Grundlagen gibt. Auf der anderen Seite bin ich, um die erste Frage vielleicht näher zu erläutern, bin ich, als der Name eingeführt wurde, wenn ich das recht erinnere, sogar im Vorstand des Instituts gewesen. Und ich kann sagen, dass ich damals diese Entscheidung, also das Institut so zu benennen, in das Johann-Friedrich-Blumenbach-Institut für Zoologie und Anthropologie, beteiligt war. Und ich kann sagen, dass wir damals schon uns bewusst waren, dass es durchaus problematische Persönlichkeiten gibt, sei es zum Beispiel ganz klar Haeckel, die man eben als Namenspatron nicht ohne weiteres verwenden kann, die zwar trotz großer Leistungen eben sehr fragwürdige Positionen vertreten haben. Und wir haben uns damals von Nikolaus Rupke, einem Historiker, einem Wissenschaftshistoriker, intensiv beraten lassen, ob wir mit Blumenbach eine derartig problematische Persönlichkeit eigentlich zu unserem Namenspatron machen. Und ich kann dann sagen, seit einem Jahr, seitdem eben das Thema von Ihnen ja aufgeworfen wurde, dass das Institut umbenannt werden sollte, also sozusagen im Rahmen der Black Lives Matters Bewegung ja diese Büsten auch umgelegt wurden, und zwar eben neben Haeckel, die ja auch bei uns im Institut stand, auch Blumenbach. Seitdem habe ich mich sehr intensiv damit beschäftigt, um eben nochmal zu hinterfragen, ob diese Entscheidung damals des Instituts falsch war. Wir haben es im Vorstand und auch im beratenden Vorstand, also in der großen Breite des Instituts diskutiert. Und ich habe mich seit einem Jahr, sage ich mal, ich bin Blumenbach-Laie, das heißt, ich habe sehr viel gelesen im letzten Jahr, und ich kann sagen, dass ich weiterhin dazu stehe, dass ich glaube, dass tatsächlich Blumenbach weiter ohne Probleme unser Namenspatron des Instituts bleiben kann. Aber ich denke mal, das werden wir im Detail später diskutieren. Ja, herzlichen Dank. Herr Bleidon, vielleicht wollen Sie da anknüpfen. Ja, also erstmal vielen Dank auch für die Organisation und dass ich hier eingeladen bin. Und ich bin natürlich auch sehr begeistert zu sehen, dass so viele Menschen an der Diskussion beteiligt sind. Und es ist natürlich auch ein interessantes Podium, jetzt hier zu diskutieren. Und ich drehe die Frage um, und ich beginne erstmal mit der Verantwortung der Biologie. Und ich denke, die Biowissenschaften tragen wirklich eine große Verantwortung bei der Aufarbeitung von Rassismen. Ja, vor allem, das sind Themen, mit dem ich mich auch selber viel auseinandersetze, ist Linnäische Klassifikation, das ist darwinische Evolutionstheorie. Die wurden halt häufig rangezogen, um Wertigkeit von Gruppen, von Menschen zu unterscheiden. Ja, dann wurden Menschen in Rassen eingeordnet, und das hat sofort bedeutet, es gibt Unterschiede, und dann gab es auch unterschiedliche Rechte, oder es wurden halt Sklaverei damit begründet. Oder, was halt auch ganz häufig war, Kriege und Kolonisierung, die ja dann häufig auch im Lichte der darwinischen Evolutionstheorie
geführt wurden praktisch Phrasen wie Kampf ums Dasein oder ein Volk ohne Raum, was natürlich dann im Zweiten Weltkrieg auch immer ein großes Thema war und das dann halt praktisch mit so einem Darwin'schen Struggle for Existence praktisch begründet wurde. Linné hat dann begonnen, auch um auf die linnäische Klassifikation zurückzukommen, die wir ja heute noch benutzen, Menschen in seine Taxonomie des Lebens mit einzuordnen. Und das war relativ auch damals natürlich revolutionär in einer Weise, weil das war natürlich noch vor Darwin. Das heißt, er hatte also keine evolutionstheoretische Vorstellung, er ist halt von der Schöpfung ausgegangen. Nichtsdestotrotz hat er die Ähnlichkeit des Menschen mit zum Beispiel Affen gesehen und hat die praktisch in sein System mit eingeordnet und hat auch angefangen, innerhalb der Menschen Gruppen zu bilden, nämlich vier Gruppen, die er unterschieden hat nach Hautfarben und die im Grunde genommen den damals bekannten Kontinenten entsprachen. Er hatte also vier geografische Regionen, wo die herkamen, und die hat er auch benannt. Ja? Und da komme ich gleich noch drauf zurück, er hat den Namen gegeben, wo ein bisschen unklar ist, was er genau damit sagen wollte. Und Blumenbach hat später diese Klassifikation halt übernommen, der hat also Linné sehr geschätzt und hat daran angeknüpft und hat gesehen, diese Taxonomie des Menschen ist sehr, sehr schwierig und verschiedene Forscher und Forscherinnen kamen zu verschiedenen Ergebnissen und zu verschiedenen vielen Gruppen, die dort unterschieden wurden. Und er hat erst auch diese vier Menschengruppen praktisch unterschieden und hat dann später eine fünfte dazugeführt. Manchmal hieß es bei ihnen Varietäten, manchmal Rassen. Auch Linné zum Beispiel hat nie das Wort Rasse benutzt, aber es war immer ein bisschen unklar, was genau eigentlich gemeint ist, aber es wurden halt Unterschiede gesehen. Blumenbach hat dem Ganzen dann natürlich so einen sehr noch wissenschaftlicheren Anstrich gegeben, weil er gesehen hatte, Hautfarbe ist ein relativ schwieriges Merkmal, weil es halt eine Anpassung an den Lebensraum darstellt. Er hat gesehen, dass das sozusagen Menschen ihre Haut ändern konnten und hat diese ganz vielen variablen Übergänge gesehen, die übrigens auch Linné damals schon gesehen hatte. Und Blumenbach hat dann hingegangen, vor allem praktisch den Schädel als Merkmal herangezogen, hat ganz viele Messungen durchgeführt und hat das versucht, noch objektivierbarer zu machen. Und dann erst im Rahmen seiner Dissertation und dann in zwei neuen Versionen dieser Arbeit hatte er erst vier und dann fünf Menschenrassen, hat er es irgendwann auch letztendlich genannt, klassifiziert und denen auch Namen gegeben. Und unter anderem hatte er der weißen Rasse den Namen Kaukasier gegeben, der ja heute noch berühmt-berüchtigt ist und ja auch hängen geblieben ist und den auch viele vor allem natürlich mit Blumenbach zusammenbringen. Ja? Das Problem ist natürlich, diese linäische Klassifikation, die war sehr wichtig, um natürlich in diese immer größer werdende Anzahl an Arten Ordnung reinzubringen und das überhaupt zu beherrschen und irgendwie zu systematisieren. Der Mensch möchte immer gerne systematisieren. Das wäre auch, was wir genau bei uns in der Arbeitsgruppe machen. Es ist aber ein Unterschied, ob ich halt Organismen außerhalb des Menschen klassifiziere, irgendwelche Käfer, Pflanzen oder den Menschen. Ja? Und das ist halt ein ganz wichtiger Unterschied, weil das neben der biologischen Ebene sofort eine soziale Ebene auftaucht, wenn wir die Menschen klassifizieren und die dazu führen kann, dass halt durch die Klassifikation Ungleichheiten und Unrecht auftauchen. Ja? Das heißt, dieser Einfluss dieser Klassifikation ist halt konkret auf Menschen, der ist real. Ja? Das ist jetzt nicht einfach nur, wie ich jetzt irgendwie Tiere in Schubladen anordne, in einer Box oder so. Ja? Und genau diesen Punkt sehe ich halt vor allem mit dem Werk Blumenbachs verbunden. Ja? Neben all seinen unzweifelhaft ja, sehr, sehr wichtigen wissenschaftlichen Erkenntnissen, und der war natürlich einer der bedeutendsten Wissenschaftler, den wir Wissenschaftlerinnen auch in Göttingen hatten, das ist keine Frage. Nichtsdestotrotz, dadurch, dass er genau mit diesem Punkt verbunden ist, sehe ich ihn exakt nicht als guten Namenspatron für ein Institut für Zoologie und Anthropologie, wo wir genau sowas durchführen, wo wir natürlich auch klassifizieren, wo wir versuchen sozusagen eine Systematik aufzustellen. Und deswegen hatte ich mich dafür ausgesprochen, auch im Rahmen dieser Black Lives Matter Bewegung, dass es vielleicht ein gutes und sensibles Zeichen wäre, diesen Namen abzulegen, ohne dass ich damit irgendwie Blumenbach in eine rassistische Ecke stellen möchte, was natürlich dann auch schwierig ist. Ja, herzlichen Dank. Ich würde bei der nächsten Frage gerne noch mal einen Schritt weg von Blumenbach speziell gehen und Sie, Herr Tahir Della, fragen, ob Sie uns ein bisschen zum Zusammenhang eigentlich von Rassentheorien und Rassismus erklären können. Wie wirkt eigentlich das zusammen und wie wirkt das möglicherweise auch bis heute fort? Können Sie das in Grundzügen für uns skizzieren? Ich werde mein Bestes geben als Nicht-Akademiker, als Einziger, glaube ich, in der Runde. Tatsächlich müssen wir uns mal angucken, zu was das geführt hat. Ne? Also es braucht für die Kolonisierung, für die Ausübung rassistischer Verhältnisse, braucht es ja eine Ideologie, ein Konzept. Und dieses Konzept ist tatsächlich so konstruiert worden, aufgebaut worden, was wir von den Vorrednern auch schon gehört haben,
dass Differenzen hergestellt wurden, dass Zuschreibungen vorgenommen worden sind, dass Menschen Dinge abgesprochen worden sind, also die Fähigkeit zur Zivilisation beispielsweise, zur Kultur. Und all diese Kategorien, Konzepte wurden natürlich nach und nach aufgebaut. Ich glaube, das Interessante daran ist, dass es sozusagen nicht jetzt einen Startpunkt gab oder so und dann irgendwann endete, sondern es hat sich sozusagen in den letzten 500 Jahren sozusagen aufgebaut und wurde sozusagen immer wieder natürlich erneuert, ergänzt sozusagen und immer wieder natürlich neu aufgebaut sozusagen aufgrund der veränderten gesellschaftlichen Verhältnisse, sowohl im globalen Norden als auch im globalen Süden. Und wenn wir uns rückblickend angucken, wie das sozusagen begonnen hat, also wenn wir das 18. Jahrhundert beispielsweise nehmen, das sozusagen als Zeit der Aufklärung gilt, wo dann Kandidaten wie Hegel und Kant, die ja nach wie vor sozusagen großen Stellenwert einnehmen in unserem Wertekanon, dass diese Personen eben ganz maßgeblich mitgewirkt haben, diese Kategorien, diese Konzepte zu entwickeln, die ja eine ganz klare Funktion hatten. Auch das haben wir jetzt gerade schon gehört. Es brauchte eine Erklärung sozusagen für die Menschen hier im globalen Norden, also in Europa, diese Menschheitsverbrechen, Kolonisierung, Versklavung, Völkermorde, Menschenversuche, Arbeitssklaven sozusagen, das erklärbar zu machen, also deutlich zu machen oder so, warum man in der rechtlichen Position ist, diese Gewalt auszuüben. Und dazu kommt natürlich dann auch, dass wir, und das ist das, was als Wirksamkeit, glaube ich, festzuhalten ist, dass wir immer noch ein sehr, sehr enges Verständnis haben von Rassismus. Also wir, gerade in Deutschland ist es ja immer noch sehr fokussiert auf rechts. Also wir gehen davon aus, dass die Rechten, die Nazis, das sind sozusagen diejenigen, die immer noch rassistische Vorurteile, und auch das zeigt schon ein bisschen das Problem, innehaben, ausüben. Und dass es aber eben kein strukturelles oder kein institutionelles Problem ist tatsächlich. Und tatsächlich ist es aber so, dass all das, was uns sozusagen aktuell auf die Füße fällt, das sind ja die Debatten, die jetzt letztes Jahr in Gang gekommen sind, nicht zufällig sozusagen verknüpft gewesen mit dem Mord an George Floyd, wo deutlich wird, diese Wirksamkeiten, diese Konzepte, diese Kategorien halt immer noch eingeschrieben sind. Wir wissen zwar natürlich inzwischen alle, es gibt keine menschlichen Rassen, schon gar nicht irgendwie auch mit bestimmten Eigenschaften versehen. Und trotzdem sozusagen rufen wir immer noch diese Bilder ab tatsächlich. Und das zeigt sich dann eben auch in Debatten, wie jetzt vor kurzem eben auch zum Beispiel das Grundgesetz verändert werden sollte oder werden soll, wo der Begriff Rasse eben ersetzt werden soll durch rassistische Diskriminierung oder aus rassistischen Gründen. Und auch hier zeigt sich ganz klar, dass eben natürlich Leute sagen, okay, wir brauchen diesen Begriff, um sozusagen diese soziale Kategorie, die sozialen Kämpfe sozusagen fortzuführen. Und die anderen sagen eben, nee, es braucht diesen Begriff nicht, weil er sozusagen dann manifestiert oder reproduziert, dass es eben doch irgendwo menschliche Rassen gibt mit den entsprechenden Eigenschaften oder Fähigkeiten. Und ich glaube, das macht klarer so, dass wir da einen ganz genauen Blick werfen müssen auf die Vergangenheit, um sozusagen auch die Fragestellung der Gegenwart auch mal wirklich beantworten zu können. Also einzuordnen, Problembewusstsein brauchen für dieses Unrechtssystem Rassismus, für dieses Unrechtssystem Kolonialismus, was ja ganz eng verknüpft ist. Das eine bedingt das andere und dass es eben natürlich auch kontinuierlich fortgesetzt wurde. Ne? Also dass auch Dinge sozusagen in Verbindung, in Kontinuität zu sehen sind. Also der deutsche Faschismus mit all seinen Verbrechen ist sozusagen nicht loslösbar von dem, was vorangegangen ist. Also deutscher Kolonialismus beispielsweise. Und auch hier haben sich ja ganz maßgeblich eben die Wissenschaft beteiligt. Und auch das, glaube ich, ist ganz wichtig, mal zu besprechen oder zu diskutieren, dass wir eben Wissenschaft eben nicht sozusagen der neutrale Ort ist des Wissenstransfers, sondern ganz klar dazu beigetragen hat, eben diese Herrschafts- und Machtverhältnisse aufzubauen, mitzugestalten, begründbar zu machen und tatsächlich eben bis zum heutigen Tag auch wirksam werden zu lassen. Also wir müssen nicht bloß sozusagen jetzt symbolisch jetzt mit Straßennamen oder mit Institutsnamen brechen, sondern müssen tatsächlich mal hingucken oder so, wie das sozusagen sich aufgebaut hat, wer davon profitiert hat und auch immer noch profitiert. Und das sind natürlich so Debatten, wie auch jetzt im KWI beispielsweise auch nochmal ganz klar. Ne? Das ist ein Ort des Verbrechens im Grunde genommen, das ganz lange unbesprochen war. Jetzt setzt sich das Institut tatsächlich auseinander damit. Die Historikerin Manuela Bauche ist da ganz maßgeblich mit dem Beirat und mit dem Team zugange. Und auch das nochmal aufzubrechen, dass wir überhaupt mal darüber befinden können, sind denn solche Menschen oder solche Männer überhaupt ehrenswert, sollten die dann sozusagen weiterhin Institutnamen tragen oder eben nicht. Und die Debatte darüber, die ermöglicht natürlich dann auch mal einen tieferen Blick in die hiesigen aktuellen gesellschaftlichen Verhältnisse. Ne? Also hier nochmal rassistische Konzepte, Kategorien, die finden wir sozusagen auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Und wenn wir ganz konkret jetzt mal sagen, unsere politischen Arbeitsfelder bei der ISD, Racial Profiling zum Beispiel, begründet sich eben auch genau auf diese Zuschreibungen. Ne? Schwarze Männer sozusagen, die kriminalisiert werden, die als Gefahr, als Bedrohung kategorisiert oder rassifiziert werden. All das sozusagen ist in der Fortsetzung dieser rassistischen Konzepte zu sehen, die eben im 18. Jahrhundert
angefangen haben zu entwickelt zu werden und die eben tatsächlich bis heute unser gesellschaftliches Leben ganz stark prägen, beziehungsweise wir eigentlich ganz klar sagen müssen, dass unsere gesamte Gesellschaft durchdrungen ist von diesen rassistischen Konzepten. Und das trifft natürlich nicht bloß für schwarze Menschen oder Menschen afrikanischer Herkunft zu, sondern ganz zahlreiche Gruppen noch in der Gesellschaft, über die wir eben noch weniger sprechen tatsächlich. Also ja, das hat eine ganz klare Auswirkung auf die aktuellen Situationen in der Gesellschaft. Und ja, wir müssen dann eine offenere und auch eine umfassendere Debatte führen, anstatt dann nur an einzelnen Personen uns festzumachen. Vielen Dank. Ja, danke schön. Ich würde jetzt gerne zu Ihnen, Herr Lauer, springen und jetzt doch noch mal ganz konkret zu Person Blumenbachs, weil Sie sich ja auch viel mit ihm beschäftigt haben, und Sie fragen, wieso lohnt es möglicherweise an jemandem wie Blumenbach und seinen Ideen auch als Ikone, zum Beispiel in Form eines Institutsnamensgebers, festzuhalten? Ich weiß nicht, ob das Wort Ikone richtig ist. Das scheint mir, glaube ich, immer fehl genutzt zu sein für Wissenschaftler oder auch andere. Nein, Blumenbach ist eine der wichtigsten Persönlichkeiten für die abolitionistische Bewegung. Das heißt, hier beginnt die Kritik am Rassismus um 1800, verkürzt gesagt. Und das heißt, ohne Blumenbach und seine Forschung, seine Argumente, die eine weltweite Ausstrahlung hatten, wären viele Argumente, die wir heute für normal halten, für selbstverständlich, zumindest hier in diesem Kreis der hier zugeschalteten Menschen für normal halten, wahrscheinlich kaum denkbar. Also ich bin hier ganz klar der Meinung, dass Blumenbach ganz wesentliche Argumente geliefert hat, warum, wie Frau Wilkens schon hervorgehoben haben, wir ein Menschengeschlecht sind, warum wir zusammenhängen, auch dafür Argumente geliefert haben, dass wir alle in der Lage sind, dieselben intellektuellen Fähigkeiten zu entwickeln, dass aber die Unterdrückung durch die weißen Henker, das ist übrigens eine Formulierung von Blumenbach, viele Menschen davon abgehalten worden sind. Blumenbach hat Argumente geliefert bis hin in die britische Kolonialverwaltung, warum Sklaverei verkehrt ist. Blumenbach zu löschen, wie es einige hier vorgeschlagen haben, würde bedeuten, diese Bewegung, die bis heute geht, eine ihrer Gründungsfiguren zu entziehen. Und das scheint mir völlig verkehrt. Das Zweite, was ich vielleicht noch vorausschicken kann, die Auseinandersetzung mit Blumenbach ist natürlich schon seit Jahrzehnten etabliert. Es gibt also eine sehr breite Forschung dazu, auch in Göttingen. Und insofern ist die Auseinandersetzung mit ihm auch in die Öffentlichkeit getragen, auch mit Abendvorträgen in der Universität Göttingen, eigentlich eine Sache, die gar nicht neu ist. Es freut uns natürlich, dass es jetzt so ein großes Interesse gibt. Für viele Veranstaltungen hätten wir uns ähnlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer gewünscht. Gut, manchmal braucht es halt Zeit, bis es dieses Interesse gibt. Aber es ist ganz wichtig, dass wir im Kopf behalten und nicht die Vorstellung haben, jetzt kommt das Thema auf, sondern das Thema ist seit mehreren Jahrzehnten in der Forschung, aber auch in Göttingen konkret da. Mein Hauptpunkt aber ist, um ihn nochmal deutlich zu machen, Blumenbach ist wirklich eine sehr bedeutende Persönlichkeit für die abolitionistische Bewegung, und sie zu löschen, schien mir wirklich ein Frevel, auch menschheitsgeschichtlich zu sein. Es muss uns einfach klar sein, Sklaverei war in der Zeit Blumenbachs völlig normal, im weltweiten Maßstab, mit Ausnahme weniger Wildbeutergesellschaften, haben sich Menschen in verschiedener Richtung gegenseitig versklavt, überall auf dem Globus, das ist überhaupt gar keine Frage, da gibt es nichts irgendwie schön zu reden. Dagegen Argumente zu haben, zu entwickeln, zu systematisieren, das ist eine enorme historische Leistung. Und diese Leistung hat Johann Friedrich Blumenbach erbracht. Und ich denke, Göttinger und die Göttinger Biologen können sehr stolz sein darauf, dass sie als einen Ahnvater jemanden haben, der auch in dieser großen menschheitsgeschichtlichen Perspektive dafür Argumente gefunden hat. Die mögen uns nicht vielleicht alle hundertprozentig heute überzeugen, aber für ihre Zeit
war er einer der Ersten, der diese Argumente überhaupt versucht hat zu entwickeln. Und das ist eine enorme Leistung und die sollten wir anerkennen. Also vielleicht nicht Ikone, aber intellektuelle Leistung anzuerkennen, auf deren Schultern wir stehen. Also Blumenbach ist in der Hinsicht jemand, auf dessen Schultern auch diese Debatte in Wirklichkeit steht. Ja, herzlichen Dank auch für den Begriff der oder die Kritik am Begriff der Ikone. Ich glaube, es ist für nachher für die Diskussion auch nochmal ein spannender Ansatzpunkt. Abschließend würde ich Sie, Herr Barbosa, gerne fragen, ob Sie ausgehend von Ihrer Forschung uns so ein paar grundlegende Gedanken auch teilhaben lassen könnten, nämlich zur Frage, warum interessiert sich die Forschung eigentlich überhaupt so sehr für Unterschiede? Und jetzt, um es nochmal größer zu formulieren, sollten wir uns vielleicht auch fragen, was ist denn eigentlich gesellschaftlich relevant zu erforschen? Ja, ich glaube, Differenz und Variation, diese Begriffe spielen in unterschiedlichen Feldern eine große Rolle. Ich glaube, die Biologinnen hier würden das wissen. Also für Evolutionsbiologinnen ist Variation eine Kernfrage. Populationsgenetikerinnen zum Beispiel, die kann nur Aussagen treffen, wenn sie sich genetische Unterschiede anschauen. Und auch in der Anthropologie sind Unterschiede zentral gewesen, und zwar nicht nur in der physischen Anthropologie. Vielleicht gebe ich ein Beispiel aus der sozialen Kulturanthropologie. In der Arbeit von Margaret Mead, die zum Beispiel in den 1930ern, die Geschlechterverhältnisse in unterschiedlichen Gesellschaften untersuchte und dabei festgestellt hat, dass unterschiedliche Kulturen ein unterschiedliches Verständnis von Geschlechterrollen haben. Und daher zeigte Mead zum Beispiel, dass man Geschlechterverhältnisse auf eine rein biologische Grundlage nicht verallgemeinern kann. Also viele Kulturanthropologinnen versuchen durch die Vielfalt von Menschen, Lebenswelten zu zeigen, dass auch unsere Gesellschaft anders sein könnte, denn Gesellschaften sind woanders oft ganz anders. Und dann, also was ist dann das Problem, was könnte das Problem sein von dem Fokus auf Unterschiede? Das wäre die Frage. Ich glaube, es kommt darauf an, wie Menschendifferenzen definiert werden und welche Wertzuschreibung dabei suggeriert oder ermöglicht wird. Denn dabei können auch ungewünschte Effekte, also jenseits von den Intentionen von WissenschaftlerInnen, können Effekte entstehen. Und deshalb denke ich, wir sollten nicht nur die Hierarchisierung in Klassifikationsmodellen problematisieren, und zwar, weil die Differenzierungslogik an sich schon dazu neigt, Essentialisierungen zu riskieren. Also dabei tendieren Biowissenschaften dazu, den Menschen auf seine Biologie zu reduzieren, da sie leicht aus dem Blick verlieren, dass die Komplexität von Menschen auch durch soziale, politische und kulturelle Faktoren geprägt ist. Und das Gleiche könnte ich sagen für Sozialpolitik oder Kulturwissenschaften tatsächlich. Ich denke, aus den kritischen Wissenschaftsstudien lernen wir, dass Wissen über Menschen die menschliche Realität mitgestaltet. Und gleichzeitig ist auch der politische Kontext sehr prägend dafür, wie WissenschaftlerInnen die Welt einrahmen, wie sie Fragen formulieren. Denn Wissenschaft blickt nicht aus dem Nirgendwo auf die Welt. Also Wissensproduktion ist immer in einem sozialen und politischen Kontext situiert. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt für die Diskussion heute könnte sein, dass also die Wissenschaftsgeschichte lehrt uns, dass die Geschichte von Konzepten zu Variation und Differenz nicht trennbar von eugenischen und rassischen Denken ist. Und so war zum Beispiel die rassische Kraniometrie, insbesondere auch im 19. Jahrhundert, aber schon ab dem 18. Jahrhundert, stark verflochten mit der umstrittenen Idee, dass kraniometrische Differenz mit mentaler Fähigkeit korrelierte. Und wir wissen heute, dass das stimmt einfach nicht. Und ich denke, als WissenschaftlerInnen sollten wir über diese wechselseitige produktive Dynamik zwischen Wissenschaft und Politik
mehr und aktiver und offener reflektieren. Ich glaube, das und eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Wissenschaftsgeschichte könnte uns sehr dabei helfen, neue und vielleicht bessere Forschungsfragen zu formulieren. Ja, herzlichen Dank. Damit sind wir jetzt schon einmal so eigentlich durch einen kleinen Ritt, haben wir jetzt gemacht, durch verschiedene Positionen zu Blumenbach und auch, wie Sie jetzt wahrscheinlich alle schon gemerkt haben, auch ein bisschen Fragen, die daran anknüpfen. Ich würde jetzt gerne für uns untereinander jetzt auch die Möglichkeit bieten, darauf zu reagieren. Das heißt, ich bin mir tatsächlich, Marlene, nicht ganz sicher, ob das jetzt klappt, aber wenn Sie mir im Chat das Plus schreiben können, dann weiß ich, ob Sie was sagen wollen dazu. Sie, Herr Bleidon, dran. Bei mir klappt das auf jeden Fall, sonst müssen Sie mir nochmal schreiben, wenn es für jemand anderen nicht klappt. Ja, vielen Dank. Also vielen Dank auch für die wirklich interessanten Beiträge. Und ich würde tatsächlich nochmal gern auf den Beitrag von Herrn Lauer Bezug nehmen. Ich denke, dass es niemand die Absicht hat, Blumenbach auszulöschen hier in Göttingen. Ich sage nur, dass es halt praktisch vielleicht sensibel wäre, gerade für ein Institut für Zoologie und Anthropologie, dass es ein Zeichen wäre, diesen Namen abzulegen. Tatsächlich, was ich jetzt auch gelernt habe durch diese ganze Diskussion, ist natürlich, wie facettenreich diese Persönlichkeit Blumenbach ist und wie wichtig das gerade natürlich auch ist in Göttingen, wo der so präsent ist, das weiterzugeben. Und tatsächlich wäre es viel wichtiger, als diesen Namen im Institut aufrechtzuerhalten, tatsächlich, wenn man zum Beispiel eine Wissenschaftsgeschichte hätte in Göttingen, die sozusagen diese Diskussion auch zum Beispiel im Studium viel besser einbringen kann. Also ich habe jetzt angefangen, auch sowas wie so kleine Lebensläufe mit einzubauen in Vorlesungen, was ich zum Beispiel Darwin oder Haeckel oder Blumenbach oder auch Lühn-Margulis. Aber ich kann das natürlich nicht ersetzen, was zum Beispiel eine Wissenschaftsgeschichte könnte. Und ich denke, dass das tatsächlich, meiner Meinung gegen beides, man kann sich sozusagen bewusst sein, dass sozusagen dieser Name problematisch ist für dieses Institut, meiner Meinung nach. Und gleichzeitig kann man natürlich trotzdem schauen, dass sozusagen Blumenbach nicht in Vergessenheit gerät, sondern diese sehr interessante Persönlichkeit halt auch immer wieder, was ich zum Beispiel in der Lehre auftaucht. Und das kann natürlich auch studiengangübergreifend sein. Das passt in den ganzen Umweltwissenschaften, das passt in der Geschichte, das passt in der Medizin. Und das wäre natürlich schön zu sehen in Zukunft. Und vielleicht auch, wenn Göttingen leider Gottes diese Wissenschaftsgeschichte abgeschafft hat in der Stadt, die Wissenschaft, ist natürlich heutzutage ist viel einfacher, Lehre und Seminare zu importieren, jetzt auch gerade auf so ein Zoom-Niveau. Vielleicht ist das auch in Zukunft dort möglich, dass man dort auch sozusagen Veranstaltungen genau zu diesem Thema macht. Ja, herzlichen Dank. Ich habe jetzt ganz viele Wortmeldungen dazu und Herr Lauer, wenn Sie darauf reagieren mögen. Ja, also ich glaube, wir beide bedauern es sehr, dass Göttingen Wissenschaftsgeschichte abgeschafft hat und unsere Versuche damals vor einigen Jahren, als ich auch noch in Göttingen war, Wissenschaftsgeschichte wieder zu etablieren, sind leider gescheitert. Jetzt ist die Frage, ob das Wissensforum oder ich weiß nicht genau, was jetzt der finale Name ist, etwas Ähnliches leisten kann. Das müssen Sie entscheiden, aber da bin ich ganz bei Ihnen und auch Herr Barbosa hat da auch darauf hingewiesen, dass das Wissenschaftsgeschichte sehr wichtig ist. Und das ist genau das, was wir tun seit Jahrzehnten. Also gibt es die Auseinandersetzung, es gibt öffentliche Veranstaltungen mit prominenten Leuten in dem Bereich. Also ich nenne nur den Abendvortrag von Neil Paintner zum Beispiel. Dass wenige gekommen sind zu solchen Vorträgen, hat damit zu tun, dass eben solche Themen wie Blumenbach Konjunktur haben. Und es wird auch in wenigen Jahren nur noch wenige geben, die Blumenbach genauer zuordnen können. Das ist so, das wissen wir da in anderen Bereichen auch so. Aber da bin ich ganz bei Ihnen. Warum ich glaube, also ich würde wirklich dem widersprechen, Blumenbach ist nicht irgendwie ambivalent oder problematisch. Die Geschichte des Faches, ja, ganz unstreitig. Übrigens auch die Rezeptionsgeschichte ist unglaublich interessant und geht in unterschiedliche Richtungen, was aber nicht an Blumenbach liegt, sondern an anderen Faktoren. Blumenbach gehört zu den Ersten, der versucht, im Rahmen der damals überhaupt als geltend anerkannten Argumente Belege dafür zu finden, dass wir alle gleich sind.
und dass der Rassismus falsch ist. Dass Sömmering, der damals in Göttingen gelehrt hat, mit seiner Forschung die Arbeit für die Sklavenhalter macht. Und er benennt das ganz genau, dass diese Form von Forschung, wie sie Sömmering macht, Sklaverei rechtfertigt. Und er macht das Stück für Stück, man merkt, das ist natürlich der junge Blumenbach, Stück für Stück öffentlich, nimmt dazu Stellung und wird dann mindestens in Europa, nein, eigentlich auch über Europa hinaus, als Stimme gehört, um genau das zu kritisieren. Er hat übrigens auch das Argument, das hier jetzt auch schon wiederholt gemacht wurde, auch das finden Sie schon bei Blumenbach, dass die Varietät, er spricht nicht von Rassen, Rassen ist ein französischer Begriff, den Blumenbach erst später dann übernimmt, weil er in der europäischen Diskussion an verschiedenen Stellen auftaucht, bei ihm gibt es nur Varietäten. Er macht deutlich, dass die Variabilität innerhalb dieser sogenannten fünf Varietäten, wie er sie nennt, größer ist als die zwischen den Varietäten. Er versteht die auch nicht als fix, sondern versteht sie als ein Kontinuum, das vor allem an klimatischen Kriterien hängt. Das heißt, er liefert fast alle Argumente, die wir heute die ganze Zeit verwenden, mit guten Gründen verwenden. Sie haben also gar keine bessere Möglichkeit, einen Patron oder ich weiß nicht, wie ich es nennen möchte, einen Gründungsvater zu finden, der Argumente liefert, die unsere sind, die uns heute wichtig sind. Und es wäre sehr schade deshalb, wenn er gestürzt würde. Das ist, glaube ich, ein Angriff auf den Abolitionismus. Und der Abolitionismus ist historisch eine der wichtigsten Bewegungen. Das würde ich nicht schwächen wollen. Ja, danke. Ich finde, das sind auch spannende Anregungen für die Diskussion, gerade weil Sie nochmal den Vortrag auch erwähnt haben von Nell Painter. 2015 kann man auch online nachhören. Ich fand den super in der Vorbereitung. Und da gibt es aber für mich tatsächlich schon die Frage, die ich jetzt auch nur an die Runde wieder mit reingeben möchte. Sie macht schon deutlich, dass eigentlich Blumenbach natürlich schon in der Wissenschaftspraxis natürlich auch in seiner Zeit steht, in dem Sinne, dass seine Schädel kommen irgendwie von Händlern und Reisenden und Forschern aus aller Welt ihm zugeschickt und durchaus auch unter Einsatz von Gewalt. Und das ist natürlich, ich glaube, deswegen verstehe ich schon, dass der Begriff der Ambivalenz da irgendwie reinkommt. Aber das ist vielleicht auch etwas, was wir gleich nochmal diskutieren können. Der nächste auf meiner Liste wäre Herr Deller. Genau, das würde ich sofort anschließen. Das ist so ein bisschen mein Problem immer, ne? Dass da bei der Einordnung von Persönlichkeiten, über die wir gerade sprechen, aber eben auch andere wie Lushan zum Beispiel, dass da natürlich immer diese Gleichzeitigkeit von einerseits teilzunehmen an so einem verbrecherischen System wie Gebeine sammeln beispielsweise, Gräber plündern und dann aber auch sozusagen eine Position einzunehmen, die eigentlich genau rassistischen Konzepten widersprechen oder so. Ne? Und ich glaube, bei der Debatte muss eben klar werden, es geht da meines Erachtens, und das Argument wird ja oft vorgebracht, wenn wir Straßennamen verändern wollen, dass dann Geschichte oder das Besprechen dieser Persönlichkeiten verunmöglicht wird oder unsichtbar gemacht wird. Und ich glaube, das Gegenteil ist, glaube ich, der Fall, wenn wir die Chance nutzen, mit diesem Ersetzen von Persönlichkeiten, die jetzt ein Institutsnamen innehaben beispielsweise, dass wir dann eben Persönlichkeiten auswählen, die sich wirklich ganz explizit sozusagen in der Zeit sozusagen auch andere Methoden angenommen haben, auch tatsächlich eben auch Positionen angenommen, die wirklich antirassistisch sind und gleichzeitig natürlich aber auch trotzdem noch darüber nachdenken, welche Rolle solche Persönlichkeiten spielen sollten in der Forschung, in der Wissenschaft zum Beispiel. Ne? Und da bin ich, es sollte schon auch tatsächlich das mit den Gebeinen ein ganz zentraler Punkt sein, der ist ja auch so eine Erblast oder so, die wir eben immer noch aufzuarbeiten haben, wo sozusagen immer noch ganz viele Gebeine in den Sammlungen bei der SBK beispielsweise lagern, wo nicht wirklich erkennbar ist, dass man sich mit diesem Thema wirklich mal umfassend beschäftigen will. Da wird seit Jahren Provenienzforschung gemacht. Es wird zu stückelweise sozusagen, werden Gebeine zurückgegeben nach Namibia zum Beispiel oder nach Tansania. Aber es ist nicht wirklich erkennbar, dass da wirklich ein politisches Wille da ist, mit diesem Erbe umzugehen, vernünftig oder angemessen, diese Gebeine eben zum Beispiel einfach mal endlich angemessen zu bestatten. Und damit wird klar oder so, was uns sozusagen da anhängt tatsächlich. Und dann stellt sich halt die Frage sozusagen, was ist uns wichtiger? Also wo setzen wir eine Priorität? Also setzen wir sozusagen auf der positiven Seite die Priorität und sagen, okay, der hat ja sozusagen auch
ganz Hervorragendes geleistet. Und bei Lushan ist es ja ähnlich, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, dass es ja auch so war, dass es an rassistischen Konzepten gearbeitet hat und dann irgendwann festgestellt hat, es gibt eben doch nicht diese sogenannten Rassenunterschiede oder Zuschreibungen oder Eigenschaften. Und deswegen war er dann eben auch ungeeignet für die Nazis sozusagen als Ikone gefeiert zu werden. Und trotzdem hat er sich eben auch daran beteiligt, eben Gebeine zu sammeln. Ne? Also Forschung zu betreiben an Menschen in der Völkerschau, beispielsweise in Berlin während der Gewerbeausstellung, Forschung zu betreiben an den Menschen, die eben zutiefst unmenschlich ist. Und ich glaube, diese Debatte müssen wir sozusagen mit aller Offenheit führen, um auch dann wirklich, ja, nochmal solche Persönlichkeiten auch richtig einzuordnen und vor allem auch zu ermöglichen, wie wir damit umgehen. Sind die jetzt wert, sozusagen auf Straßennamen oder Instituten zu sein oder eben, also brechen wir damit so ein Stück weit oder so und benennen lieber andere Persönlichkeiten? Danke. Ja, danke. Vielleicht für die Zuschauenden mit SPK meinen Sie wahrscheinlich Stiftung Preußischer Kulturbesitz Berlin, ne? Genau, Entschuldigung, richtig, genau. Ja, als nächstes wäre, glaube ich, Herr Brattler. Sie wollten auch etwas sagen dazu. Ja, ich hatte ja in meinem ersten Statement noch nicht mich inhaltlich wirklich dazu ausgelassen und möchte sagen, dass ich auf der einen Seite Herrn Bleidorn zustimme, dass er durchaus natürlich Linné Kategorien eingeführt hat für menschliche Varietäten, die er sogar mit diesen Binomen, also Homo afer, Homo ferus benannt hat. Das heißt, da haben wir erstmal Blumenbach, der dann dahergeht und sagt, das sind eben Varietäten und nicht mehr so sozusagen wirkliche lateinische Namen vergibt, die eben einem Artstatus sozusagen entsprechen. Auf der einen Seite, das heißt, diese Einheit der Menschheit dann auch ganz stark betont und sich damit auch Linné, der zum Beispiel ganz klar Rassist war, entgegenstellt. Auf der anderen Seite möchte ich auch Herrn Deller völlig zustimmen, dass es natürlich, diese anthropologischen Begrifflichkeiten dazu geführt haben, dass man auch sogar mit Naturwissenschaften rassistisches Vorgehen zu begründen. Aber wir müssen natürlich hier ganz fein differenzieren. Wir müssen nämlich erstmal müssen wir gucken, wofür stand Blumenbach auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch differenzieren zwischen etwas, was im Englischsprachigen sehr fein unterschieden wird. Das haben wir im Deutschen gar nicht. Im Deutschen haben wir den Begriff Rasse. Der Begriff Rasse, den können wir verwenden wird verwendet für die Züchtung von Tieren. Das ist was völlig anderes. Da gibt es im Englischen den Begriff Breed zum Beispiel, während wir das, was man unter Rassismus bei Menschen versteht, zum Beispiel ja im Englischen der Begriff Race ist. Also Race wird halt nicht verwendet, wenn man Tauben züchtet im Englischen zum Beispiel. So, und da gibt es zwei ganz klar zu unterscheidende Begriffe. Das eine ist nämlich Race Science und das andere ist Scientific Racism. Und es gibt ein Buch von Jamie Jackson und Christina Jackson, Embodied Difference von 2019, was ganz feine Unterschiede macht und ganz klar sagt, dass das, was Race Science ausmacht, das ist, wo ich auch der Meinung bin, da möchte ich Herrn Bleidorn widersprechen, was man machen muss, auch die menschliche Art muss natürlich naturwissenschaftlich untersuchbar bleiben. Ja? Sie steht für mich in der Natur als eine Art, die sich natürlich sehr viel herausnimmt und natürlich anthropozentrisch auch die Welt sowohl innerhalb der Art als auch gegenüber allem anderen eben enorm verändert. Aber was ich halt wichtig finde, ist, und das hat auch die jene Erklärung, da stehe ich auch ganz hinter gesagt, nämlich es muss möglich sein, auch menschliche Variationen zu untersuchen. Die sagen auch, es gibt genetische Differenzierung entlang eines geografischen Gradienten, doch diese taxonomische Bewertung dieser Differenzierung ist willkürlich. Ja, das steht dort. Und das ist auch so. Und ich möchte betonen, das hat Blumenbach gesagt. Blumenbach hat gesagt, dass er zwar 5 Gruppen klassifiziert, dass er erstmal irgendwie Namen gibt, ja, um überhaupt die Diversität der Menschheit zu beschreiben. Aber dann sagt er gleichzeitig, es ist völlig willkürlich, wo er die Grenzen setzt. Er sagt, er könnte unendlich viele Zwischenrassen machen und diese Betonung der Einheit und dass man seine Begriffe später missbraucht. Der Begriff Kaukasier meint ja was völlig anderes bei Blumenbach, als er heute verwendet wird, wenn Menschen diskriminiert werden. Das ist was völlig anderes. Das ist so, als wenn man Darwin vorwerfen würde, dass der Nationaldarwinismus benutzt wurde, um eben auch bestimmte Bevölkerungsgruppen zu benachteiligen und sogar auszumerzen. Und deswegen finde ich das ganz wichtig, wofür steht Blumenbach? Und Blumenbach steht eben genau für diese Dinge. Das ist nämlich das, was wir auch heute sagen. Wir können Varietäten untersuchen. Wir dürfen uns den Menschen wissenschaftlich, naturwissenschaftlich nähern.
Am Ende aber führt das nicht zu Scientific Racism, weil Scientific Racism bedeutet Elevation, dass irgendeine Rasse, eine Gruppe, eine Varietät eben über einer anderen steht. Und das hat er betont. Und da eben gerade der Vortrag von Neil Painter angesprochen wurde, den habe ich mir heute Morgen nochmal angeschaut. Und da wird zum Beispiel behauptet, er hätte, natürlich, also jedem ist bekannt, er fand den kaukasischen Schädel, den von dieser Dame, sehr besonders schön. Und dann wird gesagt, und an den Rändern sind jetzt, sagt Neil Painter, da sind die Skulls ugly, die sind hässlich, ja. Und bezieht sich auf eine Übersetzung von Bendiche. Frau Nels Vortrag ist von, Neil Painters Vortrag ist von 2015, von 2017 gibt es einen schönen Aufsatz dazu, nämlich, dass da wird gezeigt, wie eben von einem Rassisten eine Übersetzung aus dem Lateinischen ins Englische vorgenommen wurde, bei dem unglaublich viele Dinge verzerrt wurden. So hat nämlich tatsächlich Blumenbach gesagt, dass er eben nicht findet, dass dieser Schädel hässlich ist, sondern er sagt sogar, dass dieser einzige Schädel eben, von einem anderen Autor, den er zitiert, ja, aber diese Zitierweise ist eben rausgelöscht worden, sodass es so wirkt, als hätte Blumenbach das gesagt. Das heißt, es sind ihm immer wieder Dinge unterstellt worden, die er nicht gemacht hat. Ganz berühmt Miss Measure of Man von Stephen Jay Gould, da wurde eine Hierarchie von Schädeln aufgebaut, die nicht da war. Und ich finde, man muss unterscheiden, wofür stand Blumenbach und was hat man daraus gemacht. Und ich finde, wenn wir den Namen des Instituts ablegen, dann bleibt hängen, er sei ein Rassist. Und er würde also dem Scientific Racism sozusagen den Weg bereiten. Das tut er aber nicht, sondern er ist jemand, der versucht, naturwissenschaftlich die Varietäten der Menschheit zu beschreiben, sagt auch, es ist ein Kontinuum, er sagt selber, fühlt sich sogar unwohl, er sagt immer, irgendwo muss ich halt Grenzen ziehen, damit ich über irgendwas sprechen kann. Und ich finde, das ist so viel wichtiger, weil er widerspricht ja den Zeitgenossen, die das benutzt haben, um klare Grenzen zu ziehen und zu benachteiligen. Und ich finde, das ist etwas, was da ist er seiner Zeit weit voraus. Wir können heute leicht auf die Black Lives Matters Bewegung aufspringen. Wir haben Diversität und Chancengleichheit institutionell in der Universität verankert, aber vor 200 Jahren, als tatsächlich Afrikaner noch teilweise nicht zur Menschenart gezählt wurden, von einigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern waren vor allen Dingen natürlich nur, das muss man doch einfach in Relation setzen. Und da muss ich sagen, ist es heute einfach, dass wir das alle, das ist für Mainstream, ja, wir sind gegen Rassismus. Damals war es etwas Besonderes und dafür muss man ihn einfach wirklich, dafür muss man ihn bewundern. Und deswegen finde ich es ein völlig falsches Signal, wenn man ihn ablegen würde, weil das würde dann ganz einfach, da würde auch was hängen bleiben, das würde eine Person beschädigen, die es an dieser Stelle nicht verdient hat. Ja, danke. Dazu möchte ich auch nur ganz kurz anmerken, dass ich finde das einen wichtigen Punkt, auch die heutige Position zu sagen, wir können irgendwie super leichter heute aufspringen. Und darüber habe ich vorher auch lange mit der Basisgruppe Umweltwissenschaften geredet, dass es natürlich nicht darum geht, jetzt hier irgendwie eine Debatte zu führen, die irgendwie einen Schlussstrich hat oder irgendwie klar macht, Blumenbach war gut oder Blumenbach war schlecht, ne? Sondern auch wir werden von Historikerinnen der Zukunft auch wieder beurteilt werden für das, wie wir damit umgehen. Und dennoch, ich glaube auch mit der Forderung, das Institut umzubenennen, es wäre ja auch möglich, jetzt die Diskussion zu öffnen und zu schauen, was wären andere Varianten, nicht nur eine Umbenennung, sondern auch zu überlegen, es gibt ja auch eine Institutsreihe, die so heißt, dass man vielleicht auch schaut, an welchen Schrauben sich da möglicherweise drehen lassen. Aber ganz wichtige Punkte von Ihnen. Marlin Wilkens, Sie wollten auch was sagen. Ja, es gab jetzt irgendwie ganz viele spannende Punkte, wo ich gerne anknüpfen würde. Vielleicht an das Letztgenannte einmal. Also ich glaube auch, die Einheit der Menschen war das Hauptanliegen Blumenbachs. Und er hat gesagt, es gibt unendlich viele Übergänge und die, wie auch schon Herr Lauer gesagt hat, dass innerhalb einer Varietät sozusagen die Unterschiede noch größer sein können als zwischen zwei verschiedenen. Man fragt sich nur, warum hat er dennoch diese Klassifikation eben eingeführt? Und ich glaube, man muss sich eben bewusst machen und auch diesen größeren Kontext der Zeit sehen. Ja, es war eine Spätaufklärung, die Welt wurde geordnet, systematisiert, es wurde klassifiziert, es wurden Objekte aus, in Anführungszeichen, europäischer Sicht eben fernen Gegenden nach Europa gebracht. Und all dieser Kontext der Zeit, versucht Wissen zu ordnen, dem hing Blumenbach irgendwie auch an. Und auch deshalb musste er sich ja auch, um wissenschaftlich positionieren, so eine Klassifikation eben erstellen. Und auch dadurch, es war ihm, glaube ich, schon sehr bewusst und auch durch die Schädel hat er eben auch diese Aufmerksamkeit bekommen. Ich glaube aber, ich würde trotzdem an diesem Begriff Ambivalenz festhalten und ich glaube, dass wir eben diese Widersprüche auch aushalten müssen. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir eben diese Diskussion führen, wie wir sie jetzt führen. Und ich finde die sogar sehr produktiv.
Und genau, zum Beispiel zum Punkt der Sklaverei wollte ich auch sagen, genau, da war Blumenbach führend, aber er war auch nicht der Einzige. Es gab zum Beispiel in Deutschland auch Friedrich Tiedemann, der sogar tatsächlich wirklich Gehirnvolumen gemessen hat und gesagt hat, und sozusagen alle Menschen sind gleich, da gibt es keine Unterschiede, und sich auch ganz explizit diese Forschung gemacht hat, um sich gegen die Sklaverei zu stemmen. Genau, also das waren eigentlich noch ein paar Punkte, an die ich anknüpfen wollte. Und ich glaube auch, vielleicht müsste man über verschiedene Formen des Umgangs damit nachdenken, so wie Sie das eben schon gesagt haben, Frau Strunge. Ja, danke. Als nächstes würde ich Sie, Herr Barbossa, annehmen. Ja, danke. Ich wollte auch sagen, das ist auch ich finde das eine sehr spannende Diskussion. Und ich finde es sehr spannend, die Diskussion auch transdisziplinär zu gestalten. Ich will jetzt keinen Vorschlag zum Umgang mit Blumenbach machen, weil ich nicht an der Uni Göttingen situiert bin, aber dieser Prozess, diese Diskussion, die wir heute haben, erinnert mich sehr stark an eine Diskussion, die in Indien stattfindet, an einer Uni. Ich glaube, diese Diskussion sehen wir heutzutage an verschiedenen Unis. Also an dieser indischen Uni zum Beispiel war eine indische Anthropologin, die früher in Berlin unter Eugen Fischer, also an dem Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie und Eugenik promoviert hat. Und sie hat damals versucht, sie heißt Iravati Karve, und Karve hat damals versucht, in dieser Forschung mit Eugen Fischer, also unter Eugen Fischer, beweisen, dass es keine Korrelation zwischen Schädelform und Menschenrassen gibt. Und sie war tatsächlich eine der wenigen, die in Berlin an diesem Institut so eine Aussage formuliert hat. Gleichzeitig, als sie in Indien war, hat sie diese anthropometrische Messungen und Methoden weiter angewendet und Kasten anhand von Anthropometrie geforscht. Und sie ist auch, vielleicht für Blumenbach, also es gibt viele Diskussionen über sie, weil sie da auch eine gewisse Ambivalenz gibt, also weil sie, auch wenn sie sehr stark für Geschlechtergleichheit und mehr oder weniger stark für Kastengleichheit engagiert hat, hat sie durch ihre Methoden, anthropometrische Methoden, die eine Geschichte haben, die mit Rassentheorie verflochten sind, hat sie dazu beigetragen, dass die Idee von Kaste in Indien essentialisiert, biologisiert wurde. Und da gibt es auch viele Leute in Indien, die sehr stark, sehr kritisch zu ihrer Arbeit sind. Und ich finde, also das zeigt mir und die ganze ähnliche Prozesse wie jetzt, also zu Blumenbach, das zeigt mir, dass ja, also kein Mensch, also kein Wissenschaftler ist ja frei von Ambivalenzen. Also wir sind alle in Kontexten eingebunden, und vielleicht in der Zukunft würden wir auch irgendwie kritisch betrachten. Und ich glaube, wir sollten auch keine Angst vor Kritik haben und vor Auseinandersetzung mit Wissenschaftsgeschichten haben. Genau, erstmal dazu. Ja, herzlichen Dank. Ich finde den Gedanken, was Sie jetzt auch mit der Essentialisierung angesprochen haben, auch interessant, nämlich die Frage eigentlich, wenn man jetzt zum Beispiel ein Institut nach jemandem benennt, einem Wissenschaftler, ob man eigentlich für diese Person, ob das eine Benennung nur nach dieser Person ist, oder steht das gewissermaßen auch natürlich für die lange Rezeption dieser Person? Und da würde ja auch die Essentialisierung irgendwie mit reinspielen. Aber das jetzt nur als offene Frage, vielleicht auch an Sie alle zurück. Ich habe jetzt noch Sie, Herr Bleidorn, und Sie, Herr Lauer, auf der Liste. Und wenn danach noch jemand was sagen möchte, schreiben Sie es mir ruhig, weil sonst würde ich langsam auch mal die Diskussion öffnen. Also Herr Bleidorn, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne noch mal eingehen auf was Herr Bradler auch eben erwähnt hatte und wo auch Frau Wilken schon drauf eingegangen ist, was bei Blumenbach, da ist immer eine gewisse Ambivalenz. Und weil wir jetzt heute häufig den Namen von Nell Irwin Painter schon gehört haben, sie hatte einen wunderbaren Vortrag, der auf YouTube vorhanden ist, gehalten. Und es gibt auch ein schönes Buch von ihr, das sehr empfehlend ist, The History of White People. Und da sieht man auch ganz gut, wie Blumenbach eigentlich jetzt, sag ich mal, auch so weltweit häufig rezipiert wird. Der Herr Brandt hatte die Frage gestellt, darf man praktisch menschliche Diversität wissenschaftlich untersuchen? Natürlich darf man das. Und das ist natürlich auch gut. Und Menschen sind ja auch divers.
Und jetzt was ich populationsgenetisch gibt es auch ja interessante Geschichten, dass man jetzt sozusagen heute mit Hilfe alter DNA-Daten irgendwie nachverfolgen kann, wie zum Beispiel Bevölkerungsgruppen sich bewegt haben und wer von woher irgendwo hingewandert ist und gibt einen Einblick in die Geschichte. Das ist ein ganz wichtiges Tool. Aber was ich einen Unterschied finde, ist Taxonomie zu betreiben. Ja, Taxonomie heißt, ich gebe Namen. Und das ist genau das ja, was Linné eingeführt hat und was genau Blumenbach gemacht hat. Das heißt, auf der einen Seite sagt er, er sieht keine Unterschiede und das beschreibt er auch. Er sagt sozusagen, dass wenn man diese fünf Typen als Schädel anordnet, dann sagt er schon, dass der kaukasische Schädel praktisch einen Ursprungsort und den Ursprung des Menschen entspricht, womit im Grunde genommen, was wir heute wissen, praktisch die Evolution des Menschen genau auf den Kopf stellt. Aber er hatte praktisch diesen christlichen Hintergrund, dass sozusagen da die Arche Noah irgendwo in dieser kaukasischen Region gelandet ist und da praktisch diese Ursprungsrasse herkommt, ein Idealtypus entspricht. Und dann haben sich diese anderen Rassen sind dann irgendwie entstanden durch Wettbewerbung. Er hat im Grunde genommen auch schon gesehen, Descent with Modification, das ist halt Vererbung mit Veränderung. Ja? Das ist im Grunde genommen ein evolutionsbiologischer Blick auf diese Frage. Die Sache ist natürlich, wenn wir keine Unterschiede sehen, warum geben wir dann diese Namen? Und Namen haben eine Bedeutung, Namen haben eine ganz wichtige Bedeutung. Wenn wir heute einen Namen geben für eine Art, für eine was auch immer geartete Klassifikationsebene, hat das eine Bedeutung. Und dann wollen wir damit Unterschiede ausdrücken. Und wenn wir keine Unterschiede sehen, dann vergeben wir normalerweise diese Arten, diese Namen nicht. Und das ist halt, was ich halt auch tatsächlich auch bei Blumenbach, auch jetzt, nachdem ich so viel gelesen habe und auch wie er wahrgenommen wurde, nie so wirklich verstehe, ist tatsächlich, warum, wenn er denn zu diesem Schluss kommt, dass es sozusagen eigentlich keine Unterschiede gibt, warum zeigt er die denn doch ganz genau auf, gibt überall sozusagen so einen Typusschädel auch an, belegt den auch noch mit ästhetischen Urteilen, was natürlich später auch fatal war und fatal rezipiert wurde. Und das ist für mich natürlich eine große Frage, die halt, also vieles, was in Blumenbachs Biografie ist, schon meiner Meinung nach widersprüchlich. Nichtsdestotrotz sehe ich natürlich auch, was Herr Lauer und Herr Bratter sagen, mit der großen Wichtigkeit von Blumenbach zum Beispiel bei der Bewegung gegen Sklaverei. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt irgendwie nicht anerkennen würde oder übersehen würde. Also es ist ambivalent. Und nur was ich vorschlagen würde zur Umbenennung, ist tatsächlich, wenn ich einen Vorschlag hätte, ich würde überhaupt keine Persönlichkeiten im Namen von Instituten schreiben, weil ist im Grunde genommen auch gar nicht mehr häufig zeitgemäß, wie Wissenschaft funktioniert, dass da sozusagen eine große, wie es jetzt auch genannt wurde, Ikone als Name drin steht. Und Wissenschaft ist ja heute Teamarbeit und diversifiziert sich immer mehr. Das ist fast sogar ganz zeitgemäß, finde, einfach auf diese Persönlichkeiten in diesen Namen zu verzichten. Ja, danke schön. Herr Lauer, Sie hätten noch mal das Wort. Ich meine, das ist eine grundsätzliche Frage, die Sie aufwerfen, Herr Bleider, und ob das überhaupt angemessen ist. Natürlich ist Wissenschaft und wahrscheinlich auch schon im 18. Jahrhundert nicht bloß eine Sache einer einzelnen Person. Das ist auch schon bei Blumenbach nicht so. Das Netzwerk wurde schon erwähnt. Wir neigen nur dazu, Debatten sehr stark auf Figuren zuzuschneiden. Das tun wir überall. Also wir haben als Studenten lange mit der Weißen Rose beschäftigt. Die ganze Widerstandsbewegung schnurrt im Augenblick weitgehend zusammen auf den Namen Sophie Scholl. Das ist ganz typisch, dass man solche Dinge macht. Also das Argument würde ich Ihnen jederzeit zugeben. Man kann also überlegen, ob überhaupt Namen sinnvoll sind, weil sie eine Verkürzung der Debatte sind. Aber es sind doch ein paar Dinge zu nennen. Erstens mal, Blumenbach war nicht als Schädeltheoretiker bekannt. Das ist unsere Diskussion, das ist vielleicht eine Diskussion des späten 19. Jahrhunderts. Blumenbach ist für vieles geehrt worden, auch als er dann gestorben ist, bis hin zur Numismatik, Mineralogie und andere Dinge. Also das ist unsere Verkürzung, die wir jetzt betreiben. Das ist nicht die Perspektive Blumenbachs. Er spricht ausdrücklich vom Gesamthabitus, mit dem wir überhaupt brauchen. Natürlich kann die Biologie fragen, brauchen wir überhaupt Klassifikation, müssen wir Benennungen machen, brauchen wir Taxonomie? Das muss ein Fach benennen, dass Wissenschaften typologisieren und Taxonomien erstellen, hat Vor- und Nachteile und ich glaube, Sie haben sie alle richtig genannt. Aber der entscheidende Punkt ist, Blumenbach steht für eine klar antirassistische
Bewegung in der Zeit, die Abolitionisten, Wilberforce, Equiano und wie sie alle damals hießen. Und an diese Tradition können Sie mit Stolz anknüpfen. Das heißt, wenn Sie den Namen löschen, ist, wie auch Herr Bandler schon gesagt hat, gegeben. Das sind alles Rassisten. Also ich kann es auch mal anders formulieren. Vielleicht reprovinzialisiert sich dann Göttingen, denn Blumenbach steht für eine internationale Bewegung über Joseph Banks und andere, die Argumente gesucht haben, auch wenn sie uns nicht alle überzeugen, gegen den Rassismus zu argumentieren. Und ich denke, wir sollten uns nicht ahistorisch beschreiben, aber das ist eine grundsätzliche Frage. Das wäre mein Punkt. Ich glaube, wir brauchen Geschichte, um uns zu reflektieren, auch was wir damit meinen, Rassismus zu kritisieren. Was ist da die Geschichte dahinter? Und da ist Blumenbach einfach eine wichtige Figur. Da kann man auch schon überlegen, ob sie dann vielleicht doch eine ikonische Figur ist, weil es nicht so viele Stimmen in dieser Zeit gibt, die das mit dieser Deutlichkeit gemacht hat. Frau Wegelenz hat auf andere hingewiesen, Abbé Grégoire und so weiter. Also man könnte eine ganze Reihe von Namen nennen. Aber es wäre eigentlich sehr schade, wenn sich Göttingen historisch von dieser Landschaft verabschieden würde und sagt, wir brauchen das alle nicht mehr. Wir wissen ja heute, wie das richtig ist. Also lieber in die Geschichte zurückzublicken und in dem Spiegel sehen, wie Menschen versucht haben, Argumente gegen den Rassismus seiner Zeit zu finden und auch seiner Kollegen in der Zeit. Und ich glaube, dafür ist dann doch Johann Friedrich Blumenbach ein sehr, sehr guter Name. Gesehen. Ich glaube, Sie, Herr Barbosa, wollen direkt reagieren darauf? Mehr oder weniger direkt, aber okay. Ganz kurz vielleicht. Also ich nochmal jenseits der Frage von Intentionen und von der Persönlichkeit. Ich glaube, in der Wissenschaftsgeschichte oder zumindest in den letzten 10 Jahren in Science and Technology Studies, finde ich, wir beschäftigen uns nicht so sehr mit der Frage von Persönlichkeiten, weil ich glaube, für Persönlichkeiten sagen sehr wenig aus über die Arbeit eines Wissenschaftlers und über die Rezeption vor allem von dieser Arbeit. Und ich glaube, ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin ist nicht so sehr abzutrennen von seiner oder von der Rezeption von ihrer und seiner Arbeit in dieser Auseinandersetzung mit der Geschichte von Wissenschaften. Also ich habe mich viel mit der Geschichte von Schädelmessungen beschäftigt. Und überall, wo ich gelesen habe über die Geschichte von Schädelmessungen in Deutschland, taucht Blumenbach als eine wichtige Figur für die Popularisierung von dieser Methode, die dann später sehr stark mit der rassentheoretisch basierten Schädelmessungen verflochten war. Deswegen, ich glaube, das können wir nuancierter betrachten. Also ich würde jetzt hier nicht für oder gegen Blumenbach sprechen, aber ich musste aber nur sagen, als Anthropologe hat mich der Titel Vater der Anthropologie ein bisschen irritiert. Ich glaube, so Wissenschaftsgeschichte ist viel komplexer und geht viel über so eine Vaterfigur hinaus oder eine Mutterfigur, wer weiß. Und ich finde, das gehört auch zu einem normalen Prozess von Menschen und auch von Wissenschaften, wenn wir älter werden. Wir schauen unsere Vater und vielleicht Mutter anders an. Also ich glaube, diese heroisches Bild von einem Vater eines Disziplins ist für die Anthropologie nicht zeitgemäß tatsächlich. Ja, ich würde hier erstmal aufhören. Vielleicht können wir, ich würde auch sehr interessieren, wie die Studis zu diesem Thema sich positionieren, weil ich glaube, diese Debatte ist ja an der Uni, wo viele Studentinnen sind und ich glaube, die haben wahrscheinlich auch was dazu zu sagen. Das war jetzt die perfekte Überleitung für die Öffnung an die Zuhörenden. Ich würde an dieser Stelle sagen, wir diskutieren weiter, aber einfach noch mit Input und Fragen, Kritik und Anregungen aus
von den Zuhörenden. Dazu gibt es verschiedene Varianten, wie Sie sich beteiligen können. Bei ein paar sehe ich schon, dass Sie die Hände gehoben haben. Das ist eine Variante, wenn Sie selbst sprechen wollen. Dann nehme ich Sie dran, diese gelbe Zoom-Hand. Die zweite Möglichkeit ist, Sie können auch über den Chat eine Frage schreiben und dann wird diese vorgelesen. Ich sehe Sie auch in der richtigen Reihenfolge oben angezeigt und dann wäre Jonathan Kurz-Welli zuerst dran. Vielen Dank für die sehr spannende Debatte. Ich wollte nur eine Sache hier zusagen. Herr Bleidron hat schon dazu ein bisschen gesagt über der eigentliche wissenschaftliche Fehler, den Blumenbach gemacht hat. Also einerseits steht Blumenbach für Abolitionismus und für Motivationen, die wir ja wahrscheinlich gut finden. Aber andererseits steht er für eine Rassentaxonomie, also für unethische Sammelpraxis, aber auch für eine Rassentaxonomie, die aber illegitim ist, rein wissenschaftlich. Und ich glaube, das ist, vor allem das muss man hier deutlich machen, und das ist, wo Blumenbach am meisten problematisch ist. Die Schädel, die er gesammelt hat, hat er dann zu einer Varietät zugeordnet, die sozial schon existierte, hat damit einen Scientific Bias, also eine Verzerrung, eine wissenschaftliche Verzerrung gemacht, um bestimmt gewählte Charakteristiken zu sozialen Konstrukten zu eineignen. Das ist ein Bias, der bis zum heute in Wissenschaft und auch in biologischer Anthropologie existiert. Und deswegen glaube ich, ist Blumenbach am meisten problematisch, weil er seine Kontinuität von solchen essentialistischen Denken und von was heute als Herkunftsbestimmungen ist problematisiert. Und diese biologischen Unterschiede, den ganz kleine Varietät von diesen biologischen Unterschieden mit sozialen Identitäten korreliert. Die Korrelation ist aber nicht kausal und ist nicht repräsentativ von den eigentlichen Unterschieden, die es gibt. Also warum sollen wir Schädel vergleichen und nicht Füße? Wie anders wird eine Taxonomie des Menschen aussehen, wenn wir verschiedene Füße, Shapes und Sizes irgendwie taxonomisieren würden? Und dieser Fehler von Blumenbach, den bis jetzt manche sozusagen Race Realists benutzen, muss man einfach ganz deutlich gegen diesen Fehler sprechen. Und da glaube ich, ist wo am meisten Blumenbach problematisch ist und warum soll man sich auch die Frage stellen, ob jetzt hier Motivationen gut genug sind, evolutionistische Motivationen, oder wie man auf Englisch sagt, the road to hell is paved with good intentions. Also zum welchen Teil ist dieser Fehler hier ein von Zentralpunkten dieses wissenschaftlichen Fehler? Warum sollte man Blumenbach wahrscheinlich nicht so zelebrieren? Danke. Ja, danke schön. Ich würde tatsächlich jetzt noch zwei Fragen sammeln und dann können wir nochmal zurückspielen und diejenigen von Ihnen, die antworten möchten, können auch wie gerne einen Plus mir wieder senden. Was ich leider vergessen hatte zu sagen, alle, also jetzt für die öffentliche Diskussion hatten wir gedacht, das wäre auch schön für alle, die wollen und können, das Video anzumachen. Dann können die Rednerinnen so ein bisschen sehen, mit wem sie da diskutieren. Aber also kein Muss, nur wer will. Und zwar würde ich jetzt noch Sarah Böger dran nehmen. Ja, hallo, danke für die spannende Diskussion. Ich würde gerne auch noch mal ein paar Sätze dazu sagen. Ich denke, wir sprechen hier nicht von Blumenbach als von einer neutralen Person, sondern als Person, die jetzt im 21. Jahrhundert besonders geehrt wird als Namensgeber eines Instituts. Und da würde ich mir wünschen, dass wir jetzt im 21. Jahrhundert einen Blick auf Blumenbach heute und wie er wirkt, werfen, anstatt nur darüber zu reden, wie es vielleicht in der Geschichte war, was aber auch wichtig ist. Und das müsste auch bei anderen, bei Kant und Hegel passieren, und das passiert auch in der Rassismusforschung. Aber es ist doch ganz wichtig, wie hat eigentlich die Forschung von Blumenbach und seine Theorien, wie auch bei Kant und Hegel, unsere Gesellschaft heute beeinflusst und beeinflusst sie bis heute. Und auch wenn wir jetzt durch Black Lives Matter
eine Konjunktur des Rassismusdiskurses haben, sind die Stimmen, die jetzt ein bisschen lauter werden, ja schon seit Jahrzehnten vorhanden. Und es gibt Rassismusforschung dazu. Und die sagt auch immer wieder aus, es geht nicht darum, wie es gemeint war, was die Intention von jemandem ist. Es geht um die Wirkung, denn wie Tagliadella auch klar gemacht hat, es geht um ein strukturelles Problem. Blumenbach hat die Werke von Anton Wilhelm Amo gelesen und war sehr erstaunt darüber und hat er bewundert, was er da für intellektuelle Leistung gebracht hat. Und da frage ich mich, Anton Wilhelm Amo als erster schwarzer Akademiker in Deutschland, ist es jetzt Blumenbach so hoch anzurechnen, dass er jetzt im Gegensatz zu Kant mit einem Wissen darum und dem lebenden Gegenbeweis, dass eine Hierarchisierung oder eine Aberkennung des schwarzen Intellekts unmöglich ist, denn er hatte ja Anton Wilhelm Amo gelesen, ist das jetzt irgendwie besonders lobenswert, dass er auf eine Hierarchisierung verzichtet? Dann haben wir öfters irgendwie darüber gesprochen, ist es jetzt ambivalent oder problematisch oder auch nicht? Und da würde ich gerne nochmal sagen, wir haben jetzt mehrere Stimmen gehört, dass es problematisch und eben, dass es ambivalent ist. Und ich frage mich so, wer hat jetzt die Entscheidungs- und Definitionsmacht, darüber zu entscheiden, ob das eine ambivalente Persönlichkeit ist oder nicht? Und ich denke, der Diskurs zeigt schon ganz deutlich, dass es da verschiedene Perspektiven gibt. Und es ist dann die Frage, welche Perspektive vielleicht die mehr Macht hat, sich durchzusetzen. Aber letztlich ist es doch eine Frage von Entscheidungs- und Definitionsmacht. Und auch so funktioniert Diskriminierung und Rassismus. Die Entscheidung und Definitionsmacht liegt immer bei den gleichen Menschengruppen, die durch strukturellen Rassismus bevorteilt werden. Das heißt, die Frage, steht da jetzt für eine antirassistische Bewegung oder für Rasseforschung und gewaltvolle Wissenschaft und Unrechtskontexte, ist keine Frage, die einseitig beantwortet werden darf. Und auch keine Frage, die von einzelnen Personen sozusagen entschieden werden darf, sondern da ist der gesamte Diskurs wichtig. Und es ist einfach keine zulässige Aussage nach dieser Podiumsdiskussion, dass das nicht ambivalent ist, weil das haben wir jetzt mehrfach gehört, dass es doch ambivalent ist aus anderen Perspektiven. Und deswegen jetzt meine Abschlussfrage. Warum ist es denn überhaupt so wichtig, an dem Namen Blumenbach festzuhalten, obwohl die Wirkung die Wirkung allein davon an Rasseforscherinnen Ehren zu erinnern, heute die Wirkung hat, dass Rassismus verharmlost wird und dass es ja tatsächlich viele Menschen auch vielleicht auch durch Black Lives Matter angestoßen heutzutage aufregt. Also warum ist es gerade heute zu einem Zeitpunkt, wo es eines der größten gesellschaftlichen Probleme in Deutschland ist, dass der Rassismusdiskurs nicht gut stattfindet und es eine ständige Dethematisierung von Rassismus, Rassismusgeschichte, kolonialen Kontinuitäten gibt, warum ist es heutzutage so wichtig, an Blumenbachs Namen festzuhalten, dass man das nicht auch anders sehen kann? Danke. Ja, danke, Sarah. Ich finde, du machst auch auf den wichtigen Punkt auch nochmal deutlich, was wir gar nicht, glaube ich, angesprochen hatten, dass die Institutsbenennung ja auch noch gar nicht so lange zurückliegt. Ne? Also vielleicht wäre das auch etwas, wo gleich nochmal drauf eingegangen werden könnte. Marlene, gibt es denn vielleicht noch eine dritte Frage aus dem Chat, die wir einbeziehen können? Ja, Julia Fischer hat geschrieben, das ist, glaube ich, eine Kollegin von Herrn Bleidon und Herrn Radler, dass die Frage aufkam, wie sich das Institut verhalten hat, ob Herr Bleidel und Herr Bradler vielleicht noch mal was zu der institutsinternen Diskussion sagen könnten und zu dem Text, den dann der formuliert wurde aus dieser Diskussion heraus. Und dann gab es noch Beiträge. Ich möchte kurz zu diesem Wikipedia-Artikel, der reingepostet wurde, sagen, dass nach unserer Stellungnahme vor einem Jahr wurde der Wikipedia-Artikel geändert. Da gab es kurz einen Wikipedia-Streit darüber, ob diese Bezeichnung Antirassist dorthin soll oder nicht. Also auch das würde ich sagen, Wikipedia ist auch ein diskursiver Ort. Und dass das da steht, kann auch auf Wikipedia-interne Mehrheiten hindeuten, aber nicht auf eine fertige Diskussion. Und Michael hat geschrieben, dass er eine Frage hat, vielleicht kann er sich nicht melden, dann würde ich noch einmal kurz den Wortbeitrag von Michael einladen. Ich glaube, ich würde ganz kurz zurücklassen. Na gut, sprechen Sie.
Ich wollte nur eine kleine Anmerkung machen aus Sicht eines Studenten sozusagen. Also ich selber hab Landwirtschaft studiert und es hat jetzt auch nichts mit Blumenbach zu tun, aber uns wurden da wurden Sachen von Ernst Klapp gelehrt, der die Grünlandwissenschaft begründet hat. Und ich habe dann mal während einer Vorlesung nachgeforscht, was er denn eigentlich für Titel hat und so weiter. Und habe dann eben auch im Wikipedia-Eintrag gesehen, dass er eben unter anderem der NSDAP eingetreten ist und auch später der SS. Und ich fand es von meiner Uni aus schade, dass da nicht reflektiert drüber zumindest ein Ansatz gemacht wurde, dass man vielleicht die Studierenden irgendwie aufklärt und sagt, der Mensch hat auch solche Seiten gehabt und hat vielleicht viel zur Wissenschaft beigetragen, aber genau, dass es einfach nicht von Generation zu Generation so unreflektiert irgendwie auch weitergetragen wird. Das finde ich irgendwie schade. Genau, vielleicht könnten da die Unis einfach auch teilweise mehr Arbeit leisten in der Aufklärung. Dankeschön. Ja, danke für den Beitrag. Ich würde jetzt gerne einmal zurückgeben an die Sprecherinnen. Es sind ja jetzt einige spannende Punkte und Fragen und Kritik auch angemerkt worden. Und zwar würde ich jetzt, wenn ich das richtig verstehe, einmal an Sie, Herr Lauer, zurückgeben und danach an Sie, Herr Tahir Della. Und vielleicht möchte dann ja jemand vom Institut noch was sagen zu den Prozessen. Ja, vielen Dank. Die Frage von Frau Böger, warum an Blumenbach zu erinnern ist, so würde ich das mal vielleicht formulieren. Die Antwort ist ganz klar, weil er Antirassist war und weil er dafür wesentliche Argumente geliefert hat, die übrigens unsere sind. Das ist ganz entscheidend. Und er hat das genaue Gegenteil gemacht von dem, was Sie dargestellt haben, Herr Kallweil, vielleicht habe ich Sie auch missverstanden. Er hat eben nicht intellektuelle Fähigkeiten mit irgendwelchen phänotypischen Merkmalen zusammengebracht, sondern hat ganz im Sinne, und Frau Wilkens hat es auch einleitend deutlich gemacht, an der Idee der Aufklärung festgehalten, dass der Mensch perfektibel ist. Das bedeutet, wenn ihm nicht weiße Henker oder Sie müssen auch nicht in die beiden Indien gehen. Gehen Sie in die baltischen Republiken, wurden noch im 19. Jahrhundert Menschen dafür ausgepeitscht, weil sie lesen gelernt haben, also ihre intellektuellen Fähigkeiten entwickelt haben. Gerade weil Blumenbach dagegen argumentiert hat und gezeigt hat, dass es nichts miteinander zu tun hat. Das heißt, jeder, egal welcher Varietät er angehört. Er gehört nicht an, sondern in diesen vielen Varietäten, wie eben Blumenbachs Sprache es deutlich macht, hängt alles daran, dass Menschen diese Fähigkeit bekommen. Und Amo, und das Beispiel ist zu Recht genannt, hat er nicht bloß gelesen, er hat ihn rezensiert, er hat ihn herausgestellt, um zu zeigen, dass alle Menschen, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt zur Bildung, in der Lage sind, über die komplexesten Themen, zum Beispiel juristische Fragen, über die Amo und andere gearbeitet hat, darüber zu arbeiten und zu publizieren. Das heißt, er hat gerade er hat extra Freunde gesucht, er hat sie rezensiert, er hat sich darum bemüht, deutlich zu machen, dass alle Menschen diese intellektuellen Möglichkeiten haben. Also in der Hinsicht ist er in dieser Position ganz klar und er hat eben diese Beispiele ganz bewusst herausgestellt. Ja, ich glaube, das ist ein gutes Argument, den Namen doch zu erinnern. Herr Della, wollen Sie weitersprechen? Ja, gerne, wobei meine Wortmeldung war eigentlich eher so eine kleine Reflex auf den Beitrag von Frau Böger. Ich finde es tatsächlich immer schwierig oder herausfordernd, sozusagen rückblickend Personen oder Entwicklungen einzuordnen und auszuklammern, sozusagen, wo wir heute stehen. Und ich glaube, dass es wichtig wäre, dass so zum einen natürlich die Stimmen, die es gibt aus den betroffenen Communities, sozusagen eher zentral zu machen und zu gucken, also, wie ordnen die eigentlich solche Persönlichkeiten ein? Und auch nochmal deutlich zu machen, also, dass wir durchaus schon auch den Mut aufbringen sollten, nach heutigen Vorstellungen Menschen, Personen einzuordnen, nach ihrem Wirken. Und nochmal, ich habe es ja vorhin, glaube ich, schon gesagt, dass wir immer noch eigentlich versuchen, Prioritäten zu setzen zugunsten
von solchen Persönlichkeiten. Ne? Und diese Debatten, die werden ja immer stärker. Jetzt aktuell zum Beispiel ist es eben, ich war vor kurzem in der Gruppe beim Robert-Koch-Institut, die sich auch mit dieser Persönlichkeit, mit dieser Namensgebung beschäftigen aktuell und die auch sozusagen, ne, genau vor dieser Herausforderung stehen. Also einerseits versuchen wir sozusagen aus der Position von damals Menschen jetzt einzuordnen und gleichzeitig scheuen wir uns ein bisschen davor zurück, eben auch tatsächlich diesen Gürtelblick aus der heutigen Perspektive anzuwenden an diese Persönlichkeiten. Und das heißt nicht, dass ich alle Leistungen von Blumenbach oder von Robert Koch oder so in die Tonne treten möchte. Nur wir müssen, glaube ich, schon auch deutlich machen, wo wir sozusagen unseren Schwerpunkt setzen. Also was ist uns jetzt aktuell heute wichtig an der Rolle, an den Aktivitäten, an den Schaffen von diesen Menschen wichtig und was ist uns eigentlich wichtig, mal hervorzuheben, was die eben sonst noch so beigetragen haben. Und wenn die sozusagen Teil dieser rassistischen Forschung, dieser rassistischen Wissenschaft war, auch wenn die sozusagen sich stellenweise von Dingen distanziert haben, damit gebrochen haben, auch andere Wege gegangen sind oder so, ist halt trotzdem noch die Frage, warum sprechen wir dann nicht über das, was sie sozusagen an problematischen Dingen gemacht haben? Und warum ist das nicht wichtiger und fokussieren lieber auf das, was sie Gutes geleistet haben? Und da frage ich mich immer, warum wir sozusagen quasi so fast so eine Beißhemmung haben, um mal klarzumachen, ja, natürlich lassen wir uns davon distanzieren, lassen uns andere Persönlichkeiten nennen, die so einen Institutnamen tragen könnte oder vielleicht gar keinen. Um klarzumachen, es geht um ein Stück weit um Signal, von was wir uns jetzt aus der heutigen Sicht distanzieren oder damit brechen und trotzdem aber Debatten führen über die Leistungen oder, ne, also was ja sozusagen das nicht unmöglich aus meiner Sicht. Aber vor allem, wie gesagt, danke an den starken Beitrag von Frau Brügger. Ja, danke. Ich fand das jetzt auch ein super Punkt, den Sie vielleicht am Ende noch gemacht haben, mit dem Blick aus der Gegenwart anwenden, weil das ist ja tatsächlich auch nicht neu. Also jede Zeit, jede Gesellschaft nimmt sich auch das Recht heraus, auf ihre Vergangenheit nochmal zu blicken und auch die zu hinterfragen, zu priorisieren, zu werten. Also von daher ist das ein erstmal kein neuer Prozess, der hier irgendwie stattfindet. Ich merke auch, dass es eigentlich super viele Themen gibt, die, glaube ich, für auch eine Fortsetzung fast einladen dieser Diskussion. Jetzt zum Beispiel, was Sie, Herr Lauer, gesagt haben mit der abolitionistischen Bewegung. Das wäre auch spannend, da, glaube ich, nochmal im Detail hinzugucken. Da gibt es nämlich auch gerade weitere Diskussionen auch in der Geschichtswissenschaft darüber, inwiefern der Abolitionismus eigentlich durchaus auch, da waren auch Rassetheoretiker drin und wie sich dort ein Verhältnis, wie sich diese Bewegung beschreiben lässt. Und das ruft eigentlich nach Fortsetzung der Diskussion. Wir haben noch sehr, sehr viele Fragen. Ich würde jetzt trotzdem Herr Bleidorn oder Herr Brattler fragen, ob Sie noch mal kurz ein bisschen in den Prozess im Institut uns blicken lassen könnten. Ich könnte anfangen in den aktuellen Prozess und Herr Brattler kann ja noch mal zurückblicken auf die Geschichte dieses Namens, der tatsächlich gar nicht so alt ist, wie man denkt. Man denkt immer, also als ich hier hingekommen bin nach Göttingen, dachte ich, das Blumenbach-Institut, das heißt vielleicht schon seit 100 Jahren so, aber das ist relativ eine rezente Entscheidung aus diesem Millennium. Und es gab halt angestoßen jetzt auch von der Basisgruppe und auch diesen Sturz der Statuen und auch der Black Lives Matter Bewegung, gab es halt auch von mir gerade den Einwand, dass ich vorgeschlagen hätte, vielleicht könnten wir ja das Institut sozusagen den Namen Blumenbach ablösen, also und gar keinen neuen wählen, sondern einfach nur noch Institut für Zoologie und Anthropologie, aus den auch von mir hier aufgeführten Gründen. Und das haben wir dann diskutiert im Institut. Es gab da eine Kommission, da waren auch Vertreterinnen sozusagen aus allen Statusgruppen eingeladen und dabei. Und da wurde halt auch kontrovers diskutiert und gab verschiedenste Meinungen. Und das Institut hat sich entschieden, diesen Namen beizubehalten. Und aber gesagt, wir müssen natürlich schon hingehen und diesen Namen auch kontextualisieren. Und deswegen gab es noch eine kleinere Kommission, wo wir so ein bisschen so einen Text ausgearbeitet haben zu Blumenbach, wo im Grunde genommen sich natürlich Dinge wiederfinden, die wir heute auch besprochen haben und der dann halt irgendwann auch sozusagen auf der Webpage auftauchen soll. Also da sind wir. Also das Institut hat sich intensiv mit diesen Namen dann auch befasst in dem letzten Jahr. Und vielleicht Sven kann natürlich noch mal viel mehr über die Geschichte überhaupt sagen. Naja, so viel kann ich überhaupt gar nicht erzählen darüber, wie es zu dem Namen kam, außer eben, dass es das Albrecht-Haller-Institut für Botanik gibt und dass eben viele Institute in Göttingen nach Persönlichkeiten benannt sind und dass wir eben geschaut haben natürlich, ganz genau, was Frau Böger gesagt hat, ist diese Person ambivalent und wir haben uns eben damals dazu entschieden, dass das nicht ist oder dass es nicht ausreichend ist. Und ich finde auch weiterhin, dass man Personen, natürlich kann man schauen,
was sie in der heutigen Zeit, wenn sie in diesen Einstellungen, was sie heute wären. Aber wir müssen vor allen Dingen schauen, finde ich, was sie damals waren in ihrer Zeit. Und da muss ich einfach sagen, es ist einfach unglaublich einfach, heute kein Rassist zu sein. Es war damals nicht so. Und ich finde einfach, dass er dafür geehrt gehört und damit auch, er ist jemand, der kann eben dann für etwas stehen, was wir uns vielleicht viel mehr heute wünschen, nämlich Courage zu haben, da auch entsprechend uns für Minderheiten oder für unterdrückte Gruppen einzusetzen und eben auch der Lehrmeinung, die es damals eben gab, zu widersprechen. Und ich finde einfach, das ist eine große Leistung und die Namen eben abzulegen. Wir haben diskutiert im Vorstand, dass wir vielleicht, wenn wir jetzt vor der Wahl stehen würden nach der Diskussion, ob wir überhaupt das Institut so nennen, da würden wir vielleicht sagen, tun wir es vielleicht nicht. Ja, einfach um der Diskussion aus dem Weg zu gehen. Nicht, weil wir der Meinung sind, dass vielleicht Blumenbach dafür gar nicht geeignet wäre. Das heißt, wir würden es uns einfach machen. Nein, wir haben aber gesagt, wenn wir den Namen ablegen, dann heißt das, dass wir, was Sie als ambivalent bezeichnen, dass wir eben so viel Ambivalenz dort empfinden, dass wir im Grunde diesen Namen für nicht mehr tragbar halten. Deswegen haben wir uns entschieden dafür, und zwar mit großer Mehrheit im Institut, dieses zu kontextualisieren, indem wir eben eine entsprechende Stellungnahme des Instituts auf etwa 2 Seiten, die ist jetzt fast fertig und die ist auf Englisch und auf Deutsch verfügbar, wo wir uns eben zu diesem Namen verhalten. Und das ist, denke ich, tatsächlich wichtiger, als diesen Namen abzulegen und darüber nicht zu sprechen. Und deswegen kann ich leider, Frau Bürger, muss ich sagen, Ihren Argumenten nicht in ganzer Fülle folgen. Dankeschön. Es gab ein kurzes Kopfschütteln bei Ihrer Aussage, dass es heute nicht einfach ist, dass es heute einfach ist, kein Rassist zu sein. Ich glaube, das hängt vielleicht auch ein bisschen an der Definition dessen, was wir heute unter Rassismus verstehen. Und auch das sicherlich eine weitere Diskussion. Aber danke für diesen Einblick in die Institutsgeschichte. Und ich glaube, wir sind alle auch gespannt auf den Beitrag oder die Stellungnahme, die bald veröffentlicht wird. Es gibt einen ganz lebhaften Chat. Ich glaube aber, wenn ich das richtig sehe, gibt es darin noch einen Wortbeitrag, und zwar von Jeni, die ich jetzt gerne dran nehmen würde, wenn das noch aktuell ist. Vielleicht auch nicht. Marlene, an dich mal die Frage, gibt es noch eine Frage im Chat, die du gerne in die Runde tragen würdest oder zwei? Also ich glaube, das Plus, dass das teilweise auch als Zustimmung geschrieben wird. Ah ja. Und wahrscheinlich auch so leicht gemeint war. Ansonsten habe ich das Gefühl, es ist eher eine Diskussion, die sich im Chat entspannt. Also es standen auch Fragen da, aber wenn die Personen diese Fragen sich nochmal an Personen aus dem Podium stellen wollen, dann würde ich bitten, das nochmal zu schreiben. Ich habe auch eine Frage. Die geht jetzt wieder ein bisschen zurück zu dieser Diskussion vorhin um die Unterschiede und die Suche nach Unterschieden in der Biologie. Und da hat Herr Lauer gesagt, dass man es Blumenbach so anrechnen muss, dass er biologische Argumente gegen den Rassismus geliefert hat. Und da habe ich mich gefragt, also braucht es überhaupt biologische Argumente gegen Rassismus? Eigentlich ist es doch gar keine, also selbst wenn es Unterschiede gäbe oder ja, selbst wenn man Menschengruppen irgendwie aufteilen könnte, dann ist es doch eigentlich gar keine biologische Frage, wie damit umgegangen wird. Und vielleicht also sollte sich einfach wirklich die Biologie, ich kann es jetzt nicht so richtig formulieren, aber mehr raushalten in so einer Bewertung und eben Gruppierung von Menschen. Und wenn, dann wirklich nur für die Einheit arbeiten. Ja, ist vielleicht auch keine konkrete Frage, aber ich bin trotzdem selber diesen Satz gestolpert. Und ansonsten gibt es jetzt, glaube ich, Wortmeldungen. Ja, danke, Marlene, auch für deine Frage und Anmerkung. Dann würde ich gerne Herrn Gregor Bucher dran nehmen. Ja, danke. Erstmal danke für die tolle Diskussion. Ich habe ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind. Das eine war sozusagen Biologie und Gesellschaft. Und ich glaube, ich stimme der letzten Rednerin zu, dass Rassismus ein gesellschaftliches Problem ist und dass ein Nazi auch mit, selbst wenn es 1000 Daten in der Biologie gibt, dass es keine Rassen gibt, trotzdem rassistisch sein kann und dass andererseits irgendein biologisches Resultat, das so eine Einteilung rechtfertigen würde, noch keinen Rassismus in die Gesellschaft bringt. Wo ich allerdings nicht zustimme, ist zu sagen, die Biologie darf
irgendwie die Variabilität nicht untersuchen. Nein, ich finde sogar, sie muss alles untersuchen, solange es mit wissenschaftlichen Methoden passiert. Und auch nicht, man darf auch nicht sagen, die Biologie muss Argumente finden gegen Rassismus, sondern Wissenschaft muss ergebnisoffen sein, sonst ist es keine Wissenschaft mehr. Also ich würde das wirklich tatsächlich trennen und sagen, Rassismus ist ein gesellschaftliches Problem und da müssen wir als Gesellschaft aktiv werden. Und das ist völlig unabhängig von den Ergebnissen. Ja? Denn die Medizin zum Beispiel muss die Varietäten oder die Variabilität auf jeden Fall vermessen, weil es eben manche Medikamente gibt, die eben auch bei manchen besser wirken wie bei anderen. Und das zu verstehen, da ist eine der grundlegenden Dinge, die man kennen muss, ist die Variabilität, die genetische. Der zweite Punkt, jemanden nicht dafür zu beurteilen, was er gedacht und gemeint oder gemacht hat, sondern für das, wie er rezipiert wird, das finde ich sehr schwierig. Weil ich finde, jeder Mensch hat das Recht, dafür beurteilt zu werden, was er tatsächlich selbst getan hat und nicht, wie andere das interpretieren. Also ich meine, auch vor Gericht würde man immer nur jemanden verurteilen für die Taten, die diese Person gemacht hat und nicht für das, was irgendwelche anderen Leute da gemeint haben. Das war, glaube ich, meine Kernpunkte. Danke. Ja, danke schön. Ich finde es spannend, dass Sie jetzt das Bild des Gerichtes benutzt haben, weil ich glaube, die Diskussion heute soll das auf gar keinen Fall sein, etwas, wo wir über die Person eindeutig richten. Und ja, aber danke für die spannenden Punkte. Gibt es jemanden aus der Runde, der direkt darauf reagieren möchte? Ansonsten ist ein bisschen schwierig, gleichzeitig im Chat zu sehen, aber ich glaube, es gibt noch eine direkte Frage an Tahir Della, die ich jetzt vielleicht einfach noch mit reinnehmen würde, Marlene, wenn es okay ist für dich. Ja? Mhm. Und zwar schreibt nochmal Sarah Böger an Tahir Della: Was kann Göttingen, Niedersachsen von den Erfahrungen aus Berlin oder München in Bezug auf koloniale Aufarbeitung und der Rassismusgeschichte lernen? Also zunächst, wir lernen selber noch in Berlin tatsächlich dazu. Und ich muss tatsächlich sagen, dass die Debatte jetzt hier, die übrigens sehr, sehr konstruktiv ist, trotzdem mich sehr erinnert natürlich an die Debatten, die wir auch in Berlin führen. Ne? Also das Thema, ich nehme jetzt mal eins raus, M-Straße in Berlin-Mitte. Das Ding wurde in den 90er Jahren wurde die Straße umbenannt. Also ich spreche es einmal aus, die Mohrenstraße. Und von Anfang an gab es da Debatten dagegen, wurde klargemacht, das ist ein rassistischer Begriff für schwarze Menschen, Menschen afrikanischer Herkunft. Und gleichzeitig gab es aber auch dann Leute, die gesagt haben, ja, der Begriff war ursprünglich mal so und so gemeint, der war positiv aufwertend gemeint. Und sozusagen so ging das dann jahrzehntelang hin und her. Jetzt hat der Senat sich entschlossen, die Straße umzubenennen. Und trotzdem gibt es noch Debatten, die eben ganz stark dafür plädieren, diesen Straßennamen beizubehalten, weil behauptet wird, damit wird sozusagen die Präsenz schwarzer Menschen unkenntlich gemacht, unsichtbar gemacht. Die Beiträge von schwarzen Menschen werden unsichtbar gemacht. Und das macht deutlich, glaube ich, also, dass wir eben nochmal, ne, also uns heute positionieren müssen. Und das, glaube ich, lernen wir gerade tatsächlich in Berlin, dass es nicht bloß darum geht, jetzt hier irgendjemand vor Gericht zu stellen, irgendwas in die Tonne zu treten, sondern einfach mal einen umfassenderen Blick zu bekommen auf rassistische Verhältnisse, ihre Entstehungsgeschichte, ihre Wirksamkeiten bis zum heutigen Tag. Das da gilt auch für Kolonialismus, weil wir erstmal sozusagen in die Lage versetzt werden müssen, wirklich mal Dinge mal einzuordnen tatsächlich. Ne? Und da auch wichtig, wie gesagt, nochmal aufzuhören, dass wir die Geschichte immer noch durch diese weiße Brille betrachten, also immer noch eigentlich einordnen aus einer Perspektive der Dominanz, der Deutungshoheit und dass wir das genau jetzt mal damit brechen müssen, jetzt eben diese Deutungshoheit. Wer bestimmt denn darüber, wer jetzt ein Antirassist war oder nicht, ne, beispielsweise? Oder wie wird das denn eingeordnet? Sind denn die Leute, die sozusagen sich gegen Versklavung in den USA gewandt haben, wirklich die Antirassistinnen oder sind es einfach nur Leute, die bestimmte Sachen nicht gefallen haben, aber trotzdem an rassistischen Konzepten noch festgehalten haben. Also all diese Einordnungen müssen wir vornehmen und wir machen mit großen Projekten in Berlin genau diesen Versuch, die Stadtgesellschaft auch wirklich in diese Debatte mit reinzunehmen, auch wirklich zu markieren, deutlich zu machen, wo sind denn die Spuren, wo sind denn die Überbleibsel aus der Kolonialgeschichte, die uns ja größtenteils gar nicht wirklich bekannt sind, weil wir ja eigentlich nie wirklich was darüber gelernt haben in der Schule beispielsweise, weil es auch nie wirklich zu gesellschaftlichen Diskursen gehört hat, auch über diese Zeit zu sprechen, Deutschland sozusagen kleinzureden als kolonialen Player und auch hier nochmal klar zu machen, dass die hier aktuellen Verhältnisse
die uns sozusagen reihenweise auf die Füße fallen, ob das jetzt Migration und Flucht ist, Klimadebatte, all das macht deutlich, wie stark eben diese kolonialrassistische Vergangenheit eben unsere Gesellschaft heute noch bestimmt. Und wir können das nicht bloß mit Projekten abwickeln, also mit Straßenumbenennungen oder Denkmäler von Sockeln zu holen, sondern wir brauchen eine tiefergehende, also auch eine neue Perspektive, Diskussion, wie wir dieses Thema aufbereiten. Weil, wie gesagt, das Festhalten an Deutungshoheit, also wer bestimmt denn, wer Rassist ist oder Antirassistin ist beispielsweise, also wie wird das beurteilt oder eingeordnet, da sind wir noch lange nicht dran, meines Erachtens. Und wir halten immer noch sozusagen an dieser europäischen Einordnung der Geschichte fest, anstatt uns mal loszulösen. Deswegen passiert es ja auch, dass wir sagen, ja, es war normal, dass Menschen versklavt wurden. Es war vielleicht normal für diejenigen, die versklavt haben, aber für diejenigen, die versklavt wurden, war das kein bisschen normal. Und deswegen wurde auch Widerstand geleistet. Und zwar aus einer betroffenen Perspektive heraus und nicht nur sozusagen aus einer Perspektive heraus, ja, denn Anton William Amo kann trotzdem Leistungen machen, obwohl er Afrikaner ist beispielsweise. Also all das muss mal anders eingeordnet werden. Und dann sind wir, glaube ich, in der Lage, auch wirklich mal Konsequenzen daraus zu ziehen. Und es muss nicht nur heißen, dass Sachen von Sockel gerissen werden, kann es aber. Dankeschön. Danke für die Frage. Ich habe eine direkte, Herr Barbosa, Sie wollen direkt darauf antworten, reagieren, wie auch immer. Ja, ich wollte nur Tahir ergänzen und zum letzten Punkt wollte ich auch sagen, dass die Abolition der Sklaverei wäre ja nicht gegeben ohne den Widerstand von versklavten Menschen. Und vielleicht gibt es da unter den versklavten Menschen, die Widerstand geleistet haben, auch ein Name, der vielleicht geehrt werden sollte. Ja? Aber ich wollte noch eigentlich ein Beispiel aus Berlin bringen, weil ich auch in Berlin wohne und an der FU in Berlin studiert habe und damals als Student eben dieses Projekt mitinitiiert haben. Also ich war da, als ich studiert habe, also in einem Gebäude, also das Gebäude von der Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaften war früher eben dieses Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie und Eugenik. Und es gab in den 80er mal eine kleine Auseinandersetzung mit dieser Geschichte und deswegen gab es eine Tafel, aber diese Tafel war sehr klein und wir dachten, die war nicht genug, auch weil in diesem Gebäude eine sehr große Kolonialsammlung von Menschenresten war. Und also es gab sehr konkrete Bezüge in dieser Geschichte von Institut konnten wir sehr konkrete Bezüge zwischen deutscher Kolonialgeschichte und auch der NS-Eugenik sehen. Und tatsächlich war es so, nachdem wir diesen Prozess initiiert haben, wurden zufällig wegen einer Baustelle ganz viele Knochen in den Boden ganz nah an diesem Institut gefunden. Und die Uni war nicht vorbereitet, darauf zu reagieren. Und deswegen, weil es auch sehr viel Kritik zu dem Umgang mit diesen Knochenresten gab, diese Knochen gefunden, wurde dann ein Prozess initiiert. Und deswegen gibt es jetzt einen Prozess, der eben sehr partizipativ ist. Da sind Studierende mit einbezogen. Damals als Studis haben wir auch den Präsidenten der FU gefordert, dass er diesen Prozess auch dafür auch bezahlt und jemanden dafür eine Stelle gibt, die jetzt von Manuela Baucher besetzt ist. Und sie macht das auch ganz gut. Also ich glaube, sie macht eine sehr gute Leistung, weil dieser Prozess eben sehr partizipatorisch konzipiert worden ist. Da sind Studis mit einbezogen und viele VertreterInnen von Communities, die von Rassismus und Antisemitismus betroffen sind. Und damit wollte ich sagen, ich finde, der Prozess, die Diskussion ist wirklich so, so wichtig. Also abgesehen davon, welches Output wir daraus generieren werden. Wir wissen noch nicht, wir wollen vielleicht ein Mahnmal errichten, aber ich finde, man soll bei dem Prozess bleiben und bei der Diskussion bleiben. Ich sehe hier ganz viele offene Punkte, die ausdiskutieren werden sollten. Sonst wird der Geist von Blumenbach dieses Institut immer, immer wieder schrecken. Dankeschön. Herr Deller. Ich lese gerade hier, ich hätte irgendwie zum Gewalttat gegen eine Büste aufgerufen. Das würde ich gerne mal richtigstellen. Ich weiß nicht, wo ich das an welcher Stelle ich das gemacht haben soll. Vielleicht als Frage an Frau Lochte.
hat der eben. Ja, das ist doch richtig. Das haben Sie doch eben gerade befürwortet, dass im gegebenenfalls auch mal ein Gewaltakt gegen eine Büste notwendig sein kann. Nee, was ich gesagt habe, dass wir sozusagen mal offene Diskussionen führen müssen, ohne auszuschließen, dass bestimmte Statuen von Sockel geholt werden. Also wir versuchen sozusagen immer Debatten zu führen, eigentlich bestimmte Dinge zu verhindern und machen somit eigentlich deutlich, wo wir hinwollen. Und ich glaube, dass sozusagen hier nicht von Gewalt gesprochen werden kann, sondern dass davon gesprochen werden muss, dass sich eine Gesellschaft verändert, Entwicklungen stattfinden, wo dann eben ganz dazu führen kann, dass eben bestimmte Figuren, bestimmte Persönlichkeiten von Sockel geholt werden. Das habe ich gesagt und das habe ich gemeint. Okay, das war nicht so allgemein verständlich, aber ich würde auch gerne mal die Frage in die Runde geben, wie denn das eigentlich bewertet wird, dass hier tatsächlich Gewalt gegen eine Büste vorgenommen wurde. Ist das irgendwo zu rechtfertigen? Ich sehe jetzt als direkte Antwort darauf, Herr Bleidon, es gibt jetzt noch sehr viele Fragen, die sich noch melden. Herr Bleidon, vielleicht können Sie kurz darauf antworten. Ich halte mich ganz kurz. Also tatsächlich ist diese Diskussion so angestoßen worden, dass es zwei Büsten gab von Heckel und von Blumenbach. Und im Rahmen der Black Lives Matter Bewegung wurden die gestürzt, wobei gestürzt in diesem Fall bedeutet vorsichtig auf den Boden gelegt. Also Gewaltanwendung wäre das, glaube ich, übertrieben. Ist nur die von Heckel, sag ich mal, gefallen und später die von Blumenbach. Und also Gewaltanwendung gab es nicht. Danke für diese Klarstellung. Ich lade Sie alle ein, auch in dem Chat durchaus nochmal zu lesen. Da gibt es rege Diskussionen. Ich würde jetzt abschließend gerne noch drei Wortmeldungen rannehmen, kurz. Und dann, glaube ich, müssen wir auch schließen. Und zwar wäre das zuerst von Dominik Hüniger. Vielen Dank, Johanna, und alle, die beteiligt waren. Ich finde das als ehemaliger Göttinger, der sich ja auch ein bisschen mit Blumenbach beschäftigt hat und Biologiehistoriker ist, wahnsinnig toll, dass diese Diskussion stattfindet und dass die Basisgruppe das vor allen Dingen in die Hand genommen hat. Und ich, all die Sachen, die ich aus meiner historischen Perspektive gegen einige Aussagen hätte einwenden wollen, haben Tahir Della, Sarah Böger und Christoph Bleidon eigentlich schon ausreichend gesagt. Deswegen möchte ich dazu nicht nochmal was sagen. Meine Frage wäre an die Basisgruppe, weil wie ja auch der ISD und ganz viele Leute ja immer wissen, die da von Rassismus sozusagen als mehr betroffen sind als andere, sagen wir mal so, wird ja oft nicht zugehört. Und meine Frage an die Basisgruppe, was würdet ihr euch denn wünschen? Das ist eine schöne Frage, die wir vielleicht gleich für das letzte Wort der Basisgruppe nochmal aufheben können, wenn das okay ist. Ich würde jetzt gerne noch einmal Kiran dran nehmen und dann Manu. Hört man mich? Okay, super. Das ist vielleicht jetzt problematisch, wenn gerade nicht so viel Zeit ist, weil Herr Lauer dann vielleicht nicht so die Möglichkeit hat, darauf einzugehen. Aber ich habe das auch schon im Chat geschrieben, das ist vielleicht eher ein Nebenthema, aber ich fand es trotzdem wichtig zu benennen. Und zwar, wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie gesprochen von einer Tradition des Abolitionismus, in der Sie Blumenbach und Joseph Banks gestellt haben. Und ich möchte diesem Bild widersprechen, weil, also Kolonialismus ist ja auch durch Botanik geschehen und Joseph Banks war Botaniker, der eine der wichtigsten Befürworter für den, also das ist auf dem Wikipedia-Artikel, der eine der Befürworter für den Kolonialismus im australischen Kontinent war. Und hier steht auch noch, also im Kommentar, in dieser Sache, die ich aus Wikipedia kopiert habe, steht auch noch, dass hier chiefly, es wurden hier indigene Praktiken und Traditionen von westlicher Ideologie überspielt und ja, keine Ahnung, also da steht ein bisschen was und ich fand einfach diese Darstellung problematisch, Banks als Abolitionisten zu bezeichnen, wenn er meiner Meinung nach eher in einer Tradition von Kolonialbefürwortern und auch Machern sozusagen gehört hat. Ja, danke Kiran, auch das spricht für eine Fortsetzung, dass man sich auch vielleicht nochmal über andere Personen weiter unterhalten könnte. Manu, möchtest du deine Frage noch stellen? Ich habe keine Frage, ich wollte eine halbe Antwort geben auf die Frage, ob es denn hier generell Zustimmung gäbe für das Stürzen von solchen Büsten. Und da würde ich sagen, also aus einer postkolonialen und auch studentischen Perspektive vielleicht auf jeden Fall ja. Weil wie Herr Bucher ja auch gerade eben schon geschrieben hat, das war jetzt halt nochmal ein super Grund, diese Diskussion nochmal zu starten. Und das ist dann vielleicht ein sehr
emotionaler und aufreibender Akt und vielleicht auch ein sehr drastischer, aber manchmal ist das halt der Weg, um sehr langsame Prozesse, wie halt die Prozesse an Instituten oft sind, in Gang zu bringen. Von daher finde ich es total legitim, Büsten zu stürzen, vor allem wenn es so liebevoll in Anführungszeichen gemacht wird, wie in diesem Fall. Finde ich gut, kann man machen. Danke, Manu. Als allerletzte Frage würde ich jetzt noch Helga Satzinger dran nehmen, wenn Sie noch da sind. Vielleicht auch nicht, da passiert jetzt gerade nichts mehr. Gibt es aus dem Podium noch irgendjemand, der drängend jetzt noch mal was dazu sagen möchte? Sie haben jetzt ja schon sehr lange Rede und Antwort gestanden, aber wenn Sie sagen, es gibt noch irgendetwas, was abschließend gerne gesagt werden würde, wäre jetzt noch der Moment. Auch da sehe ich nichts. Das ist gut, dass wir diese schöne Diskussion jetzt auch mal beenden. Die Zeit ist nämlich ganz schön fortgeschritten und das zeigt auch, dass es eine Diskussion ist, die wir auch fortsetzen könnten und hoffentlich auch machen werden. Also die Basisgruppe hatte mir auch im vorbereitenden Gespräch gesagt, dass es durchaus Überlegungen gibt, diese Diskussion auch nochmal in anderen Formaten fortzusetzen. Und sicherlich ist das eine super Anregung heute gewesen, die Themen, die hier aufgekommen sind, auch zu überlegen, an welchen sich weiterarbeiten lässt. Ja, und an dieser Stelle kommt nochmal ein Nachtrag-Video, weil das die originale Aufnahme zum falschen Zeitpunkt aufgehört hat. Ich glaube, in meiner Aufregung habe ich die Aufnahme gestoppt. Wir haben auf jeden Fall zu der Veranstaltung einige Punkte, die uns aufgefallen sind im Vorhinein und im Nachhinein und auf denen wir eingehen wollen. Und wir haben auch Kritik bekommen. Aber hier wollten wir erstmal kurz nur die Punkte benennen, die wir in unserem Beitrag eigentlich rüberbekommen wollten. Die Kritik und so, darauf gehen wir nachher ein. Und zwar habe ich erstmal gesagt, dass diese Diskussion keine Göttinger Art, eine Statue zu stürzen war, wie es irgendwo in den Kommentaren suggeriert wurde, oder zumindest nicht, was man darunter im ersten Moment versteht. Es war jetzt keine Diskussion, die das Institut geführt hat. Es war auch keine Diskussion, die sie angestoßen haben. Das war ein Projekt, was uns als Studierende und als Basisgruppe aufgefallen ist und wir geführt haben und ans Herzen lag, und wären wir nicht da gewesen, wäre dieses Institut unhinterfragt wahrscheinlich weitere 15 Jahre so unter dem gleichen Namen da gewesen. Wir wollen, und nochmal auf die ursprüngliche Frage, was wollen wir? Und wir wollen, dass solche Themen dann diskutiert werden. Aber wir wollten, dass solche Persönlichkeiten wie Blumenbach, aber auch Fragestellungen oder Forschungsperspektiven hinterfragt werden und nicht, dass es nur von uns kommt. Natürlich werden wir das weitermachen und natürlich müssen wir als Studierende weiter dafür uns einsetzen, aber wir wollen, dass die Uni sich auch darum kümmert und dass sie nicht so viele Hindernisse im Weg stellt. Wir haben, und das können bestimmt ganz viele von euch, die studieren, oder das hört ihr, das ist relatable, das könnt ihr wahrscheinlich, kommt euch bekannt vor. Wir hören jedes Semester immer wieder, wie problematische ForscherInnen geehrt werden, ohne Kommentar. Zum Beispiel bei mir in der Biologie Ernst Haeckel oder Konrad Lorenz oder so. Und das zu hinterfragen, braucht Arbeit. Aber es ist jetzt nicht nur organisatorische Arbeit, die wir bei dieser monatelangen Vorbereitung für die Diskussion gemacht haben. Wir brauchen auch finanzielle Arbeit oder finanzielle Unterstützung. Wir haben als Basisgruppe nicht nur diese Veranstaltung, sondern machen ganz viele anderen, unter anderem ein Seminar, ein selbstorganisiertes Studierendenseminar. Und da schauen wir uns die Umweltwissenschaften an und stellen genau diese Fragen an oder gucken uns kritisch unsere Studiengänge an. Für dieses Seminar müssen wir jedes Semester um Krümel betten. Wir müssen wirklich Anträge für Studienqualitätsmittel immer neu schreiben und immer neu schicken und erwarten, dass diesmal Geld gibt. In manche Fakultäten gibt es, in manche nicht. Und dann ist auch noch, also da müssten wir feste Gelder bekommen, aber das Problem ist da nicht gelöst, weil in 2 Jahren wir vielleicht weg sind und nicht genug Leute finden, die das nach uns machen.
wird das dann verschwinden. Solche Veranstaltungen und solche kritische Punkte und Sichten brauchen Anerkennung und brauchen Anrechnung und müssen verankert in Studiengängen sein. Es kann nicht sein, dass ein Modul, das solche Sachen hinterfragt, was von Studierenden organisiert wird, für den sich 100 Leute anmelden, also offensichtlich gebraucht ist, also oder gewollt ist und auch noch natürlich gebraucht ist, einfach dasteht und verschwinden wird. Wir wollen, dass diese Sachen verankert werden, dass die Universität sich darum kümmert und nicht nur unsere Aufgabe wird, sowas zu hinterfragen. Das ist es. Ich glaube, das habe ich auch soweit gesagt während der Veranstaltung und vielen Dank für das ganze Zuhören.